Gleich geht es los mit der Pen & Paper Rollenspielrunde. Es ist ein Fanprojekt. Alle Beteiligten sind Laien und es wird so gespielt, wie es ihnen Spaß macht. Sie verkörpern dabei fiktive Charaktere, sie Schauspielern. Aussagen und Handlungen der Charaktere können also stark davon abweichen, was die Beteiligten denken oder tun würden. Dabei können auch schwierige Themen vorkommen. Wenn du merkst, dass das gerade nichts für dich ist, dann überspring die Szene oder schau einfach in der nächsten Folge wieder rein. Und damit viel Spaß! Sie lügen, wenn sie sagen, das Licht sei der Ursprung. Ich habe es gesehen und weiß, dass die Dunkelheit unsere wahre Heimat ist. Und nun, da diese Dunkelheit ihr Recht am Himmel fordert, fliehen die feigen Lügner, die Alten, die Sterne, hierher zurück. Doch hier warte ich, und ich werde ihre Seelenlieder finden. Ich werde euch alle von ihren Lügen befreien. Das Licht muss enden, damit wir alle zurückkehren können in die Unendlichkeit der Dunkelheit, von der wir kommen. Ich bin Aran Talwar. Und wer soll mich aufhalten? Ja, huhu, hier wieder beim Quali und zu einer neuen spannenden Folge von Pen & Paper Rollenspiel. Wir spielen heute wieder das Schwarze Auge, ohne das Schwarze Auge Regeln. Und wir spielen mit den Cinema-Regeln. Wenn ihr Ausrufezeichen System in den Chat schreibt, kriegt ihr auch einen Link dafür. Könnt ihr euch mal angucken. Optimiert für Rollen-Hörspiel-Erlebnisse. Und sowas ähnliches wollen wir hier halt irgendwie auch kreieren. Aber Aventurien bleibt als Welt natürlich bestehen. Und genau. Schön, dass ihr alle da seid. Und trotz dem Ausfall des Streams von vor 2 Wochen uns trotzdem noch treu bleibt. Ich bin heute natürlich nicht alleine unterwegs. Wir sind heute zwar trotzdem, aber nur in kleiner Runde hier. Denn heute fehlen 2 SpielerInnen gleich. Wegen Zeug, kann man eigentlich sagen. unterschiedlichste Sachen, Urlaub und Familie und so weiter und so weiter. Ihr kennt das Ganze. Wir sind ja hier leider ja nicht professionell unterwegs, sondern wir sind ja immer noch ganz hobbymäßig am Start und deswegen kommt da manchmal was dazwischen. Und der Slifer hat aber trotzdem heute hergefunden, hat ultra Bock, hat er geschrieben. So ist es. Es waffen hier zum Gruß hier, Landraten. Ja, weil alle deine anderen Pen & Paper Sachen diese Woche ausgefallen sind. Ne? So ist es. Ich bin richtig motiviert. Ich habe richtig Bock. Ja. Ja, und außerdem haben wir noch die Unterstützung von unserer Marbo-Geweihten, die von Eleanor gespielt wird. Zum Große.
Und last but not least schon heute der lichtbringende Lumin Geldor von Tralo. Die Zwölfe zum Gruße. Rintaro spielt ihn. Ja. Und ja, Stadtpoetin und Pölle müssen wir heute leider entschuldigen. Jetzt habe ich euch natürlich auf dem Thumbnail den Pölle versprochen, aber ja, Clickbait. So hatten wir wenigstens ein bisschen Pölle an einem heutigen Tag. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Genau, ja. Ein bisschen Pölle. Ja, also wir vermissen die beiden natürlich. Ja, falls ihr das hier nachschaut oder so, hallo und viel Spaß bei dem, was ihr da irgendwie gerade zu Hause tun könnt, dürft, müsst. Und ja, der Chat vermisst euch bestimmt auch. Aber der Tengil sagt schon, Hauptsache Torwall-Power. Siehst du mal. Ja, ja, ja. Okay, dann spiele ich heute auch ein bisschen torwalischer. Wir passen das ja immer an, ne? Ja, 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 genau. Aber wir sind gar nicht in Torwall unterwegs. Wir sind ja unterwegs hier oben nördlich der Salamandersteine. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Da ungefähr. Da. Hier so waren wir beim letzten Mal. Und wir haben, also die Gruppe hat entschieden, anstatt nach Kyrasim zu reisen, was durchaus zur Debatte stand, einmal querfeldein durch den Wald nach hier unten zu laufen, weil hier erwartet man aufgrund von einer Vision irgendetwas Besonderes. Ein Hilferuf, ein elfischer Hilferuf hat die Helden ereilt. Und irgendwo hier soll das halt sein, aber was genau das ist und was, wie, wo, weiß man alles nicht. Man weiß nur, es hat ein Elfenvampir mit der ganzen Sache zu tun, der ja, der Gruppe schon ordentlich zugesetzt hatte in Gerasim, wo wir gestartet sind. Das ist hier oben. Und wir hatten auch schon Auseinandersetzungen mit Goblins und alles mögliche andere. Und jetzt einmal querfeldein. Und beim letzten Mal gab es merkwürdige Träume. Gegen Ende der Session. Und ja. Ich würde für die heutige Folge allerdings ein bisschen nach vorspulen, wenn ich darf. Es sei denn, ihr wollt noch unbedingt irgendwie was machen. Also und, wenn wir die Flussüberquerung vorspulen, wäre ich jetzt nicht so traurig drum. Ja. Also wenn wir nochmal auf die Karte gucken, einen Fluss überqueren. Ach ja, da unten. Ja, mal gucken. Bächlein wahrscheinlich eher denn ein Fluss. Nee, das ist schon ein ordentlicher Fluss. Ja, Fluss ja. Also wenn es so deutlich der auf Quill, der Karte zu sehen ist. Oh ja. Der Quill ist schon ein ordentlicher Fluss. Also da könnte man auch mit Schiffchen drauf fahren. Ja, ja. Ja, okay. Wir haben einen Schiffsbauer dabei, ist doch super. Ich fäll ein paar Bäume oder so und Snorri macht da einen Baum, ein Schiff draus. So machen wir das, natürlich. 3 Wochen später. Wir sind doch, alle drei können doch mit anpacken, also das klappt schon. Snorri sagt uns, was zu tun ist. Genau. So wird's sein. Ja. Nee, aber in der Tat würde ich tatsächlich die Flussüberquerung überspringen und euch ein bisschen weiter dann Richtung Südwesten schicken. Mhm. Und an den Rand des Silberbuchenwalds führen wollen. Und in der Zeit, in der ihr da so querfeldein sehr erschwerlich und sehr langsam vorangekommen seid, langsamer als gedacht, ja, ist gar nicht so viel passiert. Also ihr seid aufgrund von Shayariels Führung gut durch die Wälder durchgekommen. Und die Magier haben auch gut mitgehalten. Überraschend gut eigentlich. Sowohl ihr habt ja den alten Magier Herr Silberhaar dabei mit seiner Adepta Tassia. Und dann noch den Herrn, na wie heißt er jetzt? Ich vergesse immer seinen Namen. Den Hilberto Castellani. Genau, den Herrn Castellani, genau. Genau, den Namen vergesse ich immer. Den Herrn Castellani, genau, der ist auch noch mit dabei, aber das ist ja der Jüngste und nicht der Jüngste, aber der anscheinend fitteste von allen. Kommt ja auch aus der Bewegungsakademie von Belhanka ursprünglich. Und genau, also das, was euch aber während dieser ganzen beschwerlichen Reise quer durch den Wald natürlich zugesetzt hat, ist die Reise halt an sich. Eure Schuhe sind abgewetzt inzwischen, außer die von Snorri, glaube ich. Der hat ja die magischen Stiefel. Die sind noch völlig intakt.
Aber trotzdem, dieses querfeldein durch den Wald marschieren, außer Snorri und Shayariels Schuhwerk ist, glaube ich, bei jedem deutliche Abnutzungsspuren zu erkennen. Ebenso die Kleidung, die an den ein oder anderen undurchdringlich scheinenden Büschen sehr, sehr gelitten hat. Auch die Reisegewänder der Magier. Und ihr habt Flora und Fauna kennengelernt, dieser Wäldereien hier, dieser Wälder hier. Und allerdings sind euch keine Elfen begegnet. Merkwürdigerweise. Keine weiteren Goblins. Eigentlich niemand, der irgendwie zivilisatorisch irgendwie von Belang wäre. Tiere habt ihr halt gesehen, hier und da. Und Shayaril hat welche gejagt, für die, die Fleisch essen. Und ja, zwischendurch bei der Flussüberquerung gab es ein bisschen Kontakt zur Zivilisation. Ein paar Menschen, die so eine Überfahrt organisiert haben. Und das war alles aber auch ohne Probleme möglich. Was aber wiederholt auftaucht über die ganzen letzten Tage, die ihr da unterwegs wart, einige Zeit, ist, dass sich die Träume wiederholen. Trotz Gebeten und Gebeten um Schutz. Und zwar nicht unbedingt wiederholen in ihrer Gleichartigkeit, sondern immer wieder taucht eine Gestalt irgendwie auf. Immer in anderem Zusammenhang, immer in etwas Entfernung. Mittlerweile habt ihr alle festgestellt, dass es sich wohl um einen Elfen handelt. Hat Lumi die Und Träume auch? Wahrscheinlich schon, ne? ja. Erkenne ich den Elfen? Nein. Okay, also es ist nicht mein Elf. Nein. Hast du einen persönlichen Elfen? Ja, einer, der meiner Familie einen Besuch Ach, abgestattet hat, der. dem Nee, ich nee, noch einen nee, Namen nee, nee. hinterhergerufen habe, der dann sich umgedreht hat. Nee, nee. Der nicht, nein. Auch Aber Gebete an Vestariel haben nichts geholfen. ja, die Träume an sich sind alle eigentlich ganz okay. Also, ihr schlaft auch gut und aber es ist jetzt nicht, dass es ein Albtraum wäre oder so. Aber da ist halt immer diese elfische Gestalt, die einfach beobachtet, was sie im Traum macht. Und wenn ihr versucht, auf sie einzugehen, läuft sie weg und ist dann irgendwann wieder verschwunden. Also Ja. es fühlt sich halt ein bisschen komisch an, weil manchmal kann man seine eigenen Träume ja nicht so richtig beeinflussen. Und naja, also diese Gestalt ist halt trotzdem immer irgendwie da. Und wenn sie mal nicht da ist, habt ihr irgendwie das Gefühl, dass sie da ist oder so. Und dieses Gefühl des irgendwie, wir werden beobachtet oder irgendwas ist auf uns auf den Fersen, hält halt auch im Tag halt auch an. Aber sowohl Shayaril als eure Späherin, als auch die Magier mit magischem Blick oder so können eigentlich nie jemanden entdecken. Aber irgendwie bleibt dieses, da ist irgendwas. Aber Ja. irgendwann gewöhnt man sich dann nach Tagen dran, wahrscheinlich. Der Lumen hat Aber wahrscheinlich es so, nimmt halt trotzdem nicht ab. ja, Lumen hat so Schwankungen in seiner Gemütslage. So am Anfang hat er noch versucht, irgendwie auf diesen Elfen einzugehen und irgendwie mit dem zu interagieren in irgendeiner Art und Weise, was ja aber dann nicht funktioniert. Und dann ist er zwischenzeitlich mal frustriert und schreit den einfach nur im Traum an. Oder versucht ihm irgendwelche Fallen zu stellen. Also er ist stets bemüht, aber wird von Mal zu Mal frustrierter und vielleicht, je nachdem, wie viel Zeit jetzt schon vergangen ist, wie viele Tage wir jetzt nochmal vorgespult haben, kommt er vielleicht gerade in so eine leichte Regeneration Phase der, ach, gut, ich kann jetzt halt nichts machen, muss ich jetzt halt mit klarkommen. Ja, auch Taschmero, die ja mehrfach Bestariel um Hilfe gebeten hat und Schutz gegen diesen Eindringlingen, ihre Träume, die sie eigentlich als Erholung dienen, aber das ist, die beschäftigt sie. Sie ist in den letzten Tagen sehr wackert und scheint und grübelt auch gewesen und grübelt auch sehr viel darüber nach. Sie räuchert auch regelmäßig die ganze Gruppe ein, um halt den ruhigen Schlaf zu gewährleisten, aber hat das dann irgendwann auch dran gegeben nach dem zweiten, dritten Tag, weil es nichts hilft und die guten Kräuter für etwas zu verschwenden, was nicht hilft.
Sie wird dann vielleicht in einer der nächsten Nächte auch mal Mavo immer einen Rat bitten, also sich selbst auch ein paar Grauschkräuter zur Gemüte führen und fragen, ob sie irgendetwas Göttin darüber weiß, über diese Hilfe, was sie will. Irgendeine Einsicht, um irgendeine Einsicht bitten in den Träumen. Außer einem vernünftigen Rausch und einem vernünftigen Schlaf danach mit einem schönen Traum und einer anwesenden Beobachtung, kommt dann nichts Großartiges bei rum. Aber was sich der unterscheidet, wenn wir dann nochmal ein, zwei Tage weiterspulen, dir ein bisschen weiter querfeldein im Fluss entlang Richtung Silberbuchenwald läuft, ist, dass ihr mitbekommt, aus alle außer Taschmiru, dass sich neben dem Beobachter etwas anderes irgendwie in den Traum zu schmuggeln scheint. Immer wieder, jetzt werden die Träume tatsächlich etwas düsterer. Irgendwie Schatten, die irgendwie größer sind, als sie sein sollten, irgendwie die hellen Träume mit viel Sonne und angenehmen Erfahrungen nehmen ein bisschen ab und weichen zu zwielichtigen Träumen. Keine Albträume, aber irgendwie immer so. Es spielt halt irgendwie immer alles so im Zwielicht oder im Dunkeln irgendwie. Im Schatten der Bäume oder in einem Haus und niemals draußen in der freien Sonne. Sowas. Ist uns bewusst, dass es ein Traum ist eigentlich, oder wissen wir quasi immer erst, wenn wir aufwachen, dass es ein Traum war? Ich denke, da ja alle nicht, also vielleicht außer Tashmiru, alle nicht so, und Arizio vielleicht ein bisschen. Shayariel könnte da auch ein bisschen bewandert drin sein. Aber ich denke, Snorri und Lumin sind in der Traumreise jetzt nicht so bewandert. Nee, das nicht, aber manchmal hat man, also selten hat man ja schon mal dieses Gefühl, und wenn das so besondere Träume sind, hätte es ja sein können. Okay, also wir denken immer, wir wären dann wirklich da und sowas. Okay. Ja, also es ist. Man reflektiert das immer erst, wenn man dann aufwacht, was man getan hat, Naja. ne? Okay. Wobei ihr auch immer wieder das Gefühl habt, irgendwie, dass dieser Besucher oder die Besucherin oder was auch immer euch da beobachtet, dann wesentlich kürzer da ist, wenn diese Dunkelheit da ist. Ja, Lumen wird tatsächlich das ein oder andere Mal zu Taschmero oder zu Alricio gehen oder so und vielleicht mal drüber sprechen über die Träume und fragen, ob die ihm irgendeinen Rat geben können. Du sagst also, deine Träume sind teilweise auch von Schatten durchzogen, die da nicht hingehören. Also meine sind, ich habe immer noch die Besucherin ab und zu mal da, aber Dunkelheit habe ich jetzt nicht in meinen Träumen. Vielleicht liegt es an der schützenden Hand von Bestari und meiner Göttin. Fühlt sie sich auch irgendwie bedrohlich an, diese Schatten? Ich habe derartiges nicht. Das ist beunruhigend, wenn es bis in unsere Träume hineinreicht, dieser Zwist. Durchaus, und vor allem hatte ich noch nie, dass alle Personen dasselbe träumen oder ähnliche Sachen träumen. Das Ich hatte ist. letztens ja auch mit Snorri, Ja. du hast auch diese Schatten in deinen Träumen gehabt, oder? Ja, hab ich. Ranga. Rangas Einfluss wird stärker. Das ist nicht gut. Das ist zumindest meine Vermutung, denn wer sollte sonst unsere Reise sabotieren? Ja. Haben diese Schatten bestimmte Formen oder sind sie einfach nur da und drohen euch oder sind sie einfach im Hintergrund? Als würden sie heraufziehen, als würde etwas Größeres kommen. Und als hätte jemand einfach einen Schatten auf die Preisscheibe gelegt. Also ähnlich dem, wie es in diesem
Für mich ist dieser v der Völker war, wie ihr da, was ihr beschrieben habt. Noch nicht so schlimm, aber ja. Ich bin den Pfad der Traumdeutung nicht so wirklich gegangen, aber ich meine, mit dem, was wir wissen, ist es äußerst beunruhigend. Wir sollten vielleicht weiterhin zusammen beten und uns wappnen gegen die Dunkelheit, dass sie uns nicht bis in die Seele berührt und uns auch nicht von den Träumen abhält, also vom erholsamen Schlaf abhält. Tun wir schon die letzten Tage und es hat Ja, anscheinend nichts geholfen und es wird das ist. tatsächlich schlimmer. Ich meine, wenn hier die wirklich magische Kräfte am Weg sind, ist. Ich meine, meine Göttin ist noch nicht so lange irgendwie in der Lage, ihre Macht an mich zu geben, an ihre Gläubigen. Vielleicht ist das der Grund, weshalb es nicht bei euch auch funktioniert, aber wir werden einfach es weiter tun, weiter beten, um einfach die Sicherheit zu haben, beruhigt zu sein und auch wenn es mir keine Ruhe lässt. Keinen von uns wahrscheinlich. Aber ich finde es ein so mächtiges Kraft ist, dass selbst die Götter nichts dagegen ausrichten können. Oder nur schwerlich, sagen wir mal so. Da möchte ich lieber nicht drüber nachdenken. Ja, aber es geht mir immer mal wieder durch den Kopf. Aber in den Geschichten wird schon häufiger gesagt, dass man, dass einfache Menschen Dienste für die Götter ausüben. So sind mehrere Helden entstanden. Ich bin gespannt, ob wir einfach nur Opfer hinterher sind oder ob wir uns in diese Reihe eingliedern können. Ich plane auf jeden Fall nicht, ein Opfer zu werden. Ob ich ein Held, eine Heldin werde, das brauche ich nicht unbedingt. Das Gewillt, ein Opfer brauche zu ich nicht. werden, ist wahrscheinlich niemand von uns, oder Snorri? Nein. Nee. Also Das. lasst uns alles daran setzen, dass wir nicht zum Opfer werden. Ja. Definitiv. Ja, so. Ich wünschte mir, wir wären näher am Meer. Wir sind Ja, weit denn aus Svafnirs Einflussbereich. du kannst ja etwas rübergehen zum Fluss, meint Castellani. Naja. Immerhin hörst du das Plätschern. Das stimmt. Und Effort ist da. Zumindest ein bisschen. So. Währenddessen streicht Snorri sich über so einen kleinen Wal, den er hier so am Arm, also am Unterarm tätowiert hat. Ich finde diese Hautbilder faszinierend. Hast du noch mehr davon? Natürlich, man sieht, also. Snorri zieht sich so das Hemd hoch und der ganze Rücken ist ein gigantischer Pottwal, der quasi so hier über den Nieren ist die Fluke und dann springt er so halb aus dem Wasser und es ist so ein riesiges Bild von dem Pottwal, der so, also Wasser ist ungefähr auf zwei Dritteln und der springt so raus aus der Gischt. Wie lange hat Ja. das gedauert? Ach. Das hat viele Monde gedauert. Immer wieder ein Stück, immer wieder ein bisschen. So. Respekt, das ist ein beeindruckendes Kunstwerk. Und man sieht so ein bisschen auf der einen Seite noch so schemenhaft, also ein bisschen schwächer gestochen, ein Schiff, eine Otter, die da so sich quasi dem Wal nähert. So. Beeindruckend. Wirklich beeindruckend. Shayariel schreckt auf einmal etwas hoch von ihrer Lagerstätte. Immer etwas abseits von euch. Sie separiert sich schon die letzten Tage ja immer so ein bisschen. Passt sich so ein bisschen ans Ohr und meint dann, hört ihr das? Lumin lauscht mal so in die Nacht. Ich höre nichts. Ihr müsst ganz angestrengt zuhören, meint sie. Und wenn ihr euch bemüht, irgendwie das Rauschen des Wassers und
den Wind in den Blättern der Bäume etwas auszublenden, könnt ihr tatsächlich eine Art Lied hören. Ist das Musik? Singt da jemand? Meinst du das? Ja, ich ja. höre es auch. Kommt vom Fluss, meint Adepta Tassia. Fluss? Lumen würde aufstehen und Richtung Fluss gucken. Da sind noch ein paar Bäume dazwischen. Niemand sollte alleine zum Fluss gehen, hm? Ja. Würde zu der Gruppe gucken. Ihr bleibt hier, Snorri Tashmero. Ja, wollen wir gucken? Lass uns gehen. Ja. Ihr lauft durch Gestrüpp und an den Bäumen vorbei Richtung Flussufer. Die Quille ist hier an dieser Stelle ziemlich breit. Und tatsächlich könnt ihr in der Mitte des Flusses etwas entdecken. Und zwar, es sieht aus wie eine große Nussschale, fast schon, die mitten als kleines Boot mit einem grünlichen Blättersegel bewehrt auf der Mitte des Flusses fährt. Und eine Gestalt an Bord hat, die eine Harfe spielt und dabei wirklich singt. Lumi guckt sich dich verdutzt. Habe ich das Schiff schon mal gesehen? Nein. Oder davon gehört? Das sieht wirklich aus, als weniger wie ein Schiff, eher wie eine Nussschale. Es ist ein seltsames Schiff. Sehr. Ich habe noch nicht viele Schiffe gesehen, eigentlich nur dieses Kleines, mit dem wir rübergefahren sind, aber das sieht wirklich anders aus. Beinahe wie eine Nussschale, aber so groß. Geh einen Schritt nach vorne, Richtung Fluss. Hey, ihr! Wer seid ihr? Das Hafenspiel und der Gesang verstummen und die Gestalt blickt zu euch herüber. Betrachte die Gestalt. Hebt dann langsam die Hand und winkt dir zu. Domi guckt etwas irritiert und hebt etwas zögerlich auch die Hand und winkt dann zurück. Was macht ihr hier? Die Gestalt greift nach irgendetwas unter sich und holt dann tatsächlich so eine Art Paddel oder so etwas heraus. Für Snorri ist das nie und nimmer ein richtiges Paddel oder Ruder, aber eher wie so ein großer Zweig sieht das aus. Aber es scheint irgendwie zu funktionieren, denn das Schiff dreht ziemlich akkurat in der Mitte der Strömung und das Segel oder was auch immer das sein soll, auch aus dem Wind. Aber trotzdem fährt es schnurstracks und gerade auf euch zu. Ich bin sichtlich beeindruckt von dem, was ich da sehe und irritiert zugleich. Das geht. Eigentlich kann das nicht funktionieren, ja. Eigentlich geht das nicht, was ich da gerade sehe. Wir haben schon mehrere Dinge gesehen, die so nicht funktionieren sollten. Es reiht sich ein in eine lange Reihe von Dingen, die so nicht gehen sollten. Was ist da los? Ich gehe ein paar Schritte von dem Ufer zurück wieder, dass ich reagieren kann, sollte jemand, auch wenn sie diese Gestalt keine Anzeichen macht, dass sie angreifen möchte oder irgendwas in der Richtung, aber zumindest, dass ich bereit bin, mich zu verteidigen, falls irgendwas sein sollte. Ich ziehe keine Waffe oder dergleichen. Ich mache keine aggressive Haltung, aber ich will bereit sein. Ja. Das kleine, Spiro hält sich auch etwas im Hintergrund. Das kleine Boot kommt näher und erreicht dann irgendwann euer Ufer. Ihr könnt die Gestalt an Bord ein bisschen besser sehen. Ihr seid ein hagerer, ziemlich schlaksiger Mann mit langen Ohren, langem weißem Haar, großen Augen, freundliches Gesicht. Ein Elf
Und man kann ja Elfen irgendwie nie so richtig einschätzen, als Mensch zumindest, was das Alter oder so angeht. Wirkt sehr jung, drahtig, grazil. Steht dann auch auf, packt so eine Art Sack auf den Rücken, verabschiedet sich auf Elfisch von seinem Schiff und geht dann an Land. Was hat er gesagt zu seinem Schiff? So einen elfischen Abschiedsgruß, einfach so. Mach's gut. Okay. Gut, das würde ich jetzt erstmal ignorieren und dann auf Elfisch, jetzt wo ich weiß, also nicht, dass man sich das vorher hätte schon denken können, aber ich komme halt jetzt erst auf die Idee, würde ich ihn auf Elfisch begrüßen. Und, Also du hast ja jetzt auch schon mit einigen Elfen zu tun gehabt und du hast ja auch Shayariel in der Umgebung. Du kannst ja auch Elfisch sprechen, glaube ich, ne? Ja, kann ich tatsächlich. Aber der redet, es ist eindeutig Istira. Mhm. Aber im Vergleich zu Shayariel redet der viel melodiöser. Also man hört jetzt die zwei Stimmen in seiner Sprache deutlich heraus. Aber das tut man bei Shayariel ja auch. Aber er scheint dieser Sprache noch mehr Rhythmus und noch mehr Feingefühl beizumessen. Als ob er jedes Wort abwägt und jede Geste, die er auch mit dem Mund formt oder die Sprache begleitet im Gesicht und auch die Handbewegung, während er redet. Das scheint alles sehr, sehr stimmig. Und dabei hat er gerade nur so einen komischen Abschiedsgruß gemacht. Aber Lumin ist sofort klar, irgendwie ist der anders. Zumindest okay. Anders als Shayariel. Ja gut, das heißt, ich habe jetzt immerhin Vergleichswert von 2,5 Elfen. Mit der einen hatten wir, die im Krankenbett lag, noch nicht so viel zu tun. Wie gesagt, ich würde ihn nochmal begrüßen. Und was macht ihr hier, wenn ich fragen darf? Meine Grüße auch an euch. Mein Name ist Saladon. Und ich reise auf dem Quill. Auf der Suche nach dem Lied. Welchem Lied? Nicht, dass Lumen sich das schon denken könnte, aber er fragt trotzdem. Ich bin Sänger und ich höre die Lieder der Welt. Und das Gebirge hier, er deutet auf die sich im Hintergrund aufragenden Salamandersteine. Irgendein Lied dringt von hier aus herunter. Könnt ihr es auch hören? So ein bisschen anscheinend Bestätigungssuchen zu Snorri und Tashmero, dreht sich dann wieder zu dem Elfen auf. Kann sein. Tut mir leid, mein Name ist Lumin. Dieses Snorri und dieses Tashmero. Zwei meiner Reisegefährten. Er nickt euch zu und lächelt euch an. Es freut mich, euch kennenzulernen. Hallo. Herr Lumen mustert ihn aufmerksam, schaut, ob er irgendwelche Dinge erkennt, wie er sich bewegt, ob der... Sieht sehr verspielt aus, irgendwie. So grazil, jede Bewegung, jede Geste ist irgendwie... So ein bisschen erinnert es Lumin an so Gauklerdarstellungen, wenn sie so Theater spielen oder so. Aber bei ihm wirkt das so natürlich. Ob er das immer macht. Und jede Bewegung, jedes Wort und jede Geste hat so einen Ausdruck. So wie Lumin das sonst nur kennt, wenn jemand auf der Bühne steht und halt etwas Ausdruck verleihen möchte. Aber er spricht halt ganz normal im normalen Duktus und hat automatisch diesen Ausdruck. Man könnte es vielleicht mit Charisma überzeichnen.
Aber extrem viel davon. Und wenn Lumin ihn so beobachtet, fällt ihm auf, dieses junge Gesicht eines Elfen. Und er blickt ihm dann in die Augen und sieht, dass die Augen schon etwas widerspiegeln, was nicht ganz zum Gesicht passt. Die Augen sind oder scheinen schon viel gesehen zu haben und wirken im Vergleich zur restlichen Gestalt unglaublich alt. Ihr habt eine lange Reise hinter euch, oder? Seid ihr müde? Ich komme aus Quirassim. Das ist nicht weit weg von hier. Bloß Zumindest, wenn aufwärts. man den Fluss herunterfährt. Abwärts. Ja. Aufwärts eigentlich, ja. Kommt das Wasser normalerweise nicht aus dem Gebirge? Genau, und es kommt aus Oder? Quirassim und das ist halt jetzt Ach von so. euch aus gesehen nördlich. Okay. Er ist gegen den Strom gefahren, ja. Sag, was ist das für ein spannendes Schiff? Das ist mein Boot. Hast du es gebaut? Nein, ich bin kein Handwerker. Kein Frommer, wie sie bei uns heißen. Ich bin ein Legendensänger. Das heißt, du darfst es, du hast es gekauft. Was? Moment, ich weiß, was kaufen ist. Aber nein. Du darfst es benutzen. Ja, ich musste ja nach Süden. Warum soll ich es nicht benutzen dürfen? Ja, ihr habt da irgendwie, ihr Elfen habt da spannende Regeln. Das ist mir nicht so ganz einsichtlich, aber wo kann ich lernen, wie so ein Schiff gebaut wird? Das ist faszinierend. Oh, wie gesagt, ich bin kein Former. Ich kann es dir nicht beibringen. Alles, was ich gelernt habe, ist, dass man dem Schiff gut zusingen muss und dann hört es auf einen. Ganz einfach. Aber das habe ich von meinem Opa gelernt. Also, Snorri versucht so zu singen und das aber extrem so Shanty-mäßig, etwas schunkelig und schön schief. So vielleicht? Ich glaube eher weniger. Er Ich glaube, lächelt dann dich wird an. es. Ja, hast du auch den Gesang gehört, mit dem er das Schiff vorangetrieben, gebracht hat? Das war sehr melodiös. Vielleicht, wenn die ganze Otayasko zusammen singt, dann klingt das vielleicht ähnlich. Vielleicht könnte das funktionieren. Aber vielleicht auch nicht. Ich Vielleicht glaube, eher nicht bei einem solchen Boot, vielleicht einem Boot mit etwas anderer Ausrichtung. vermute auch, wir klingen unfreiwillig mehrstimmig. Nicht Ja. absichtsvoll. Darf ich fragen, was ihr hier mitten in den Wäldern am Flussufer zu tut? Hier gibt es frisches Wasser. Ihr sagt, ihr hört ein Lied aus den Bergen. Was Ja. habt ihr mit dem Lied vor? Seid ihr einfach nur neugierig oder? Ich schon sagte, ich bin Legendensänger. Ich interessiere mich für Lieder. Okay, also ihr wollt einfach nur schauen, wer da was singt und wollt es dann was damit tun? Dieses Lied kommt mir seltsam bekannt vor. Worum geht es in dem Lied? Ein alter Freund? Ich weiß noch nicht. Dafür ist es zu vage. Wo wäre Travias Gastfreundschaft? Wollt ihr jetzt zu uns ans Feuer kommen und etwas essen? Das wäre sehr freundlich. Ich nehme die Einladung gerne an. Dann folgt mir. Er nickt ihr zu und Und bewegt sich würde dann ziemlich Tashmero so ein. grazil, ohne irgendwie groß Spuren auf dem Sand oder irgendwie auf dem Waldboden zu hinterlassen,
Ihr habt das von Shayari schon mal ein paar Mal gesehen. Wenn die will, kann die halt so über Wipfel laufen. Und er geht halt, er scheint halt, also er hat schon so die grazile von Statur von Shayari so. Aber er hinterlässt halt keine Spuren. Und es ist, als würde er irgendwie auf dem Sand so laufen können, ohne dann einen Abdruck, also ohne einzusinken. Ebenso bei den Büschen oder bei den Sträuchern, an denen ihr vorbeiläuft. Dem Waldboden, beim Moos und Blätterwerk, durch das ihr durchpflügt als Menschen. Ja. Ja, ich würde auch nur, als wir losgehen, also ich würde halt vorgehen und würde Tashmiro quasi so versuchen, mit einem Blick zu deuten, so nach dem Motto, dass sie hinter ihm bleiben soll. Kaschmiro nickt dir dann zu. Und würde dann halt vorgehen. Könnte so ein Eindruck sein, warum ihr bis jetzt keine Spuren eures Verfolgers gefunden habt, wenn die alle sowas können. Naja, bei unsere Träume kommt er ja so oder so, da muss er ja anscheinend nicht bei uns für sein, weil sonst hätte mindestens eine unserer Wachen ja hoffentlich irgendwie was mitgekriegt. Aber wer weiß, was diese Elfen noch alles können. Hinterher noch so ein Unsinn wie, sie können sich in einen Baum verwandeln oder sowas. Wenn ihr dann angekommen seid, irgendwie begrüßt er alle, die nicht mitgekommen waren und nickt auch und begrüßt auch sehr eindringlich Shayariel. Freut sich halt irgendwie besonders, irgendwie widmet sich ihr halt besonders lange. Und ja, bei Shayariel ist es so ein bisschen Zwiespalt der Gefühle, glaube ich. Einerseits froh, einen anderen Elfen zu sehen, andererseits noch nicht richtig einordnen können, ob sie mit dem jetzt interagieren darf, kann, will oder soll. Okay. Naja, Lumin wird das Ganze eher beobachten. Er ist anscheinend die letzte Elfin, die wir getroffen haben, hat sich ja auch gefreut, Shariel zu sehen. Und da musste ja Tashmero eingreifen. Von daher bin ich Achso, tatsächlich noch ja. recht misstrauisch und beobachte ihn und gucke, wie er mit den anderen auch agiert. Ich dachte, du meinst jetzt die fiebrige, die Nein, Wagenlenker-Elfe, nein, die. nein, nein. Ich mein Shariels Freundin, die aus ihrem Dorf ihr gefolgt ist. Ja, Ah. das, ja, wie gesagt, also Ein beobachte ich das mal. gemütliche Lagerstätte mitten im Wald. Ihr seid nah an den Grenzen der Waldelfen. Ja, wir haben schon einige Zeichen gesehen. Aber Shariel scheint uns gut zu führen. Da bin ich mir sicher. Habt ihr Kontakt zu den Waldelfen schon mal gehabt? Hin und wieder. Ich habe hin und wieder mit ein paar Sippen Kontakt, wenn wir Lieder austauschen. Wir Legendensänger sind da ziemlich offen. Seid ihr auch, und bist du auch so ein Elf, wie Shayari-Elfen ist oder wie die Waldelfen oder was gibt es noch für Elfen? Wo? Was gibt es alles für Menschen? Ich bin aus Torval. Was ist denn Ich bin aus Torval. Shayariel für eine Elfe? Eine große, kleine, dicke oder dünne Elfe? Oder was meinst du? Sie kommt aus dem Reich. Forst und ist Ah, das ist weit weg. ist aber keine Waldelfe. genau. Ja. Das ist Chayal ist, meine ich, eine Auelfe. Vielleicht liegt das auch daran, aus welchem. Ich glaube, ich habe von diesen verschiedenen, wie nennt ihr das, Kategorien gehört? Naja, Gruppen, eher Gruppierungen, Gruppen. würde ich Das ist ein sagen. schönerer Name. Ich nehme Gruppe. Kategorien, nein. Das ist viel zu steif und bürokratisch für etwas so Vielfältiges. Man könnte mich Oh, vielleicht was? wirklich zu der Gruppe der für euch Auelfen zählen. Ich glaube, das würde passen. Wie nennt ihr euch selber? Wir sind Elfen.
Wie heißt deine, wie nennt ihr das, Sippe? Komme aus Quirassi. Wie lange hört ihr schon dieses Lied? Seit einigen Läufen der Sonnenscheibe. Überlege zurück, wie viele Wochen wir schon unterwegs sind, wann wir das erste Mal dieses Lied gesehen und gehört hatten. Ja, im Vermächtnis der Völker eben, ne? Aber seitdem halt auch nicht mehr. Das ist korrekt. Aber wenn er sagt, seit mehreren Monden, Also wir haben Läufe. Sonnenläufe, Meint er damit Tage oder was ist ein ja. Sonnenlauf? Ja. Wie lange sind wir jetzt grob unterwegs? Wir sind ja jetzt gesprungen. Bestimmt schon 2 Wochen mindestens. Ach so, okay. Ja, dann würde ich fragen, so 14? Vielleicht. Ja, das kommt hin. Also einen halben Mondzyklus. Dann hat es zur selben Zeit angefangen, diese Hilfe, dieses Lied, oder Lumin? Anscheinend ist Ja, es ihr hört es eben. also auch. Nein. Aber wir haben es gehört. Weil ich Und nicht, die anderen. es ist ein eigenartiges Lied. Es kommt mir auf irgendeine Art und Weise bekannt vor, und doch bin ich mir sicher, dass es ein Lied ist, das ich noch nie zuvor gehört habe. Es ist ein Hilferuf, so habe ich es gedeutet. Jetzt, wo ihr es sagt, ja, das könnte die richtige Interpretation sein. Da wir dasselbe Ziel haben, würde es wahrscheinlich wenig Sinn machen, wenn wir diesen Weg getrennt voneinander beschreiten, vorausgesetzt, ihr wollt nicht lieber alleine reisen. Ihr möchtet auch zu dem Ziel, zu dem Lied. Wenn ihr es hört, könntet ihr uns vielleicht zielgenauer hinführen. Wir kennen nur die Richtungsangaben, die uns das Lied mitgeteilt hat. Und Bilder von Orten gesehen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich dorthin will, wo das Lied ist. Warum Aus welchem seid ihr Grund dann? seid ihr nicht sicher, ob ihr dahin wollt? Ich bin erst einmal losgereist, weil ich das Gefühl hatte, reisen zu müssen. Dann hat Avis eure Schritte gelenkt. Wie, weil, wer ist das? Einer unserer Götter. Er nickt nur. Vielleicht kann man uns einen Fingerzeig des Lichts für euch, das kann man so übersetzen. Das wirft Taschmir oder nein. Ich bin mir nicht sicher. Ihr sagtet, es ist ein Hilferuf, nicht wahr? Jetzt, wo ihr es so deutlich aussprecht, bekommt es eine Realität in meinem Geist, die es vorher nicht hatte. Man Wie merkt meint ihr so, wie er das? so ein bisschen anfängt, so zu schaudern und meint dann, ah, vielleicht ist es dann wirklich aber auch nicht der Ort, wo ich sein will oder sollte. Ich Nun bin ja, kein eine. Kämpfer, ich bin ein Sänger. Aber ihr seid dem Lied ursprünglich gefolgt und einer der euren benötigt Hilfe. Und wenn ihr Legenden besingen wollt, dann seid ihr doch auf der Reise, um neue Legenden zu finden, oder? Ja, wenn es denn wirklich neu ist. Oder eine alte Legende wieder in die Welt zu bringen? In der Tat. Ich denke auch, euer Volk sollte wissen, was hier vor sich geht.
Wenn Sterne vom Himmel fallen, ist das, glaube ich, für niemanden ein gutes Omen. Ihr meint, das hat etwas damit zu tun? Das ist Dass wenn. zumindest das, wie viele Menschen das sehen, unter anderem halt auch meine Gruppierung. Es ist erschreckend, dass diese Sterne, die vom Himmel fallen, auf für uns wichtig, als Menschen wichtige Orte fallen. Tempel, mit könnt ihr nichts anfangen, aber stellt euch vor, ein solcher Stern würde auf eure Siedlung fallen. Das würde ja euch auch sehr treffen. Ihr würdet dem nachgehen, warum er gefallen ist, vielleicht. Es ist einfach sehr viel Veränderung gerade im Gange. Und Schatten ziehen herauf. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das mitbekommen habt. Es ändert sich etwas, ja. Aber das passt in den Lauf des Lebens hinein. Wie meint ihr Das. das? Naja, ihr spracht eben davon, dass ich gehen soll, um das Lied zu lernen, nicht wahr? Nicht unbedingt gehen sollt, sondern gehen könnt. Aber das ist nicht unsere Art. Wir müssen kein Lied lernen. Worum sollten wir das tun? Ich habe mit Chayaril bisher noch nicht so wirklich drüber gesprochen, aber sind Geschichten für euch nicht auch interessant, spannend, kurzweilig, Ja, lehrreich? das ist richtig. Aber ich spreche von dem Lied, nicht von einer Geschichte. Wer weiß, was für eine Geschichte hinter diesem Lied steckt. Weil jemand muss es ja singen und. Ich möchte euch aber auch nicht zwingen, mitzukommen. Also Jetzt, wenn es, ihr. es scheint jetzt so, als ob ihm so ein Licht aufgegangen ist. Lächelt euch dann so wie so an und schaut so zu Shayari rüber. Und beide gucken euch so ein bisschen an, wie so Eltern, die ihre kleinen, gerade mit dem Laufen anfangenden Kinder anschauen. So mit so einem, ach, wie süß. Und die können das ja irgendwie so. Und dann grinst er und schaut wieder an euch, zu euch zurück und meint dann, ich glaube, da muss ich etwas ausholen zur Erklärung. Also, wisst ihr? Ich glaube, wir sprechen von zwei verschiedenen Dingen, wenn wir von einem Lied sprechen. Klär uns auf. Setzt euch ans Feuer. Ja, Schmiro folgt seiner Aufforderung, hat dabei immer noch ein Ohr auf die Umgebung. So ein bisschen. Zumindest bis sie in den Bann gezogen wird von seiner Er Erzählung. wirft dir so einen Seitenblick zu und meint, ja, richtig, genau so. Macht es wie sie. Ich lehne mich zu Lumin mit dem Prima Feuer Flachmann quasi. Jetzt wird's spannend. Jetzt erzählt er uns was. Willst du auch einen Schluck? Ein leichtes Schmunzeln huscht über mein Gesicht, guckt kurz das Prima Feuer, vielleicht eine Sekunde zu lang an. Nein, danke. Er holt aus seiner Tasche ein kleines Saiteninstrument heraus. Eine kleine Harfe. Wirklich nicht viel größer als sein Unterarm. Silbrig funkelnd, aber nicht aus Silber. Aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich eher eine Art Bein oder helles Holz. Schlägt die Saiten so ein paar Mal an und es ist irgendwie, es wirkt sehr gestimmt und sehr schön und melodiös. Und dann blickt er ruhig rundum in die Augen und meint dann, lauscht, lauscht der Natur und den Blättern im Wind, dem Gift in euren Bechern und Schläuchen, euren Herzschlägen. Und dem, was um euch herum ist. Herr Schmiro flüstert so rüber, er meint den Alkohol. Dann hält er die Harfe so nach oben, ohne sie anzuschlagen, und der Wind geht da durch. Und dann erst merkt ihr, dass es genau das ist, was dieses Instrument eigentlich tun soll. Es ist gar nicht genau dafür
zuständig, dass man es mit den Fingern irgendwie anschlägt, sondern es ist so eine Art Windspiel. Nur viel ausgeklügelter und es erklingt eine kleine Melodie. Und dann dreht er es und dann erklingt eine andere Melodie. Und dann meint er, alles hat ein Lied. Alles. Er zuppelt dann so bei Shashmero so am Umhang. Der Umhang hat ein Lied. Shashmero wird tatsächlich so ein bisschen aus der Konzentration gerissen, weil das fällt vielleicht dann allen auf. Sie hat wirklich die Augen geschlossen, sich schon rein versenkt, hat so ein angenehmes, erfülltes Lächeln im Gesicht, weil sie irgendwie scheint gerade da rein wirklich einzutauchen. Irgendwas, sie ist davon wirklich ergriffen und zuckt dann und das merkt auch der Elf, dass sie vielleicht irgendwie so sie aus der Konzentration, aus diesem Eintauchen gezogen hat dadurch. So. Der Wind hat ein Lied, die Bäume, der Fluss. Alles klingt und singt um uns herum. Und wenn man genau zuhört und lauscht, kann man das Faszinierendste erkennen. Und zwischen all diese Melodien und Lieder mischte sich vor ein paar Sonnenläufen ein neues Lied. Ich lausche dem Lied des Lorosol und des Quill schon lange, seit ich ein kleiner Junge war. Aber diese Melodie habe ich noch nie gehört. Wenn man den Liedern der Welt lange genug zuhört, erfährt man viel über das Salamandra. Dieser Verbindung, die uns Elfen ausmacht und die ihr Menschen nicht teilen könnt. Jedem Wesen, auch euch Menschen, da bin ich von überzeugt, wohnt ein Lied inne, das alles ausmacht, was ihr seid oder was wir sind. Ähnlich wie eure Vorstellung von, wie nennt ihr das? Seele. Und dieses Lied, was einem innewohnt, das kann, ja, nein, das muss sich verändern, wenn es in der wahren Welt erklingt, wenn ihr es hier hört. Nur das Lied der Lichtelfen in der Lichtwelt bleibt unverändert. Aber wo Sein ist, da ist auch Werden und damit eine Veränderung. Jetzt wisst ihr auch, warum ich die Lieder zu lernen nicht für sonderlich erstrebsam halte, denn sie verändern sich sowieso. Ganz natürlich. Über der Jahrhunderte kann ich die Melodien des Salamandra hören und wiedergeben. Lieder vergehen und verklingen, wenn ein Elf stirbt. Neue ertönen, wenn einer geboren wird. Und dieses neue Lied, das ich höre von den Steinen her, es klingt wie eines dieser neuen, geborenen Lieder und gleichzeitig wie eines, das ich kenne, ein altes. Es ist nicht ganz klar, der unbeschriebene Klang eines Neugeborenen und die weise Erfahrung eines gelebten Lebens voller Ereignisse. In einer Melodie. Vielleicht wurde etwas wiedergeboren. Das ist faszinierend, finde ich. Oder? Ich greife zu Snorris Bremerfeuer und nimmt sich jetzt doch einen Schluck und gibt es ihm dann wieder. Also wurde etwas wiedergeboren. Ich kann,
Ich kann hören, dass das Lied einer Elfenfrau gehört. Ich nehme die Geburt wahr, aber ich nehme auch ein langes Leben voller Leid und Freude wahr. Eindrücke von Kriegen. Es ist ein wunderschönes und sehr persönliches Lied. Aber man spürt auch, dass es nicht vollständig ist. Zerrissen, könnte man sagen. Unvollständig. Das klingt wirklich interessant, was sie berichtet. Ich wünschte wirklich, ich könnte es hören. Aber naja, uns Menschen ist es ja nicht vergönnt. Könnt ihr es singen? Wenn ich es singe, bekommt es eine Realität, die dem nicht entspricht, was es ist. Aber ich kann die Harfe benutzen, um es vielleicht hörbar zu machen. Und er dreht die Harfe wieder irgendwie in den Wind und irgendwie anders herum. Und ihr hört irgendwie wirklich diese Melodie, die ihr schon mal im Vermächtnis der Völker gehört habt. Wie sie erklingt. Anders, weil es durch dieses Instrument erklingt, aber es erklingt. Und wir hören nur Musik, ja? Oder hören wir auch Worte? Nee, ihr hört Musik. Was ist das Lied, was wir gehört haben? Bis eben runzelt es Snorri ziemlich verstört die Stirn. Und in dem Augenblick, wo er aber das Lied wiedererkennt, kriegt er große Augen und nimmt einen relativ großen Schluck Bremervorher. Für uns Elfen ist die ganze Realität ein einzelnes Orchester dieser Lieder. Und es ist an uns Legendensängern, die einzelnen Stimmen, Töne und Nuancen wahrzunehmen und ihnen eine Gewichtung zu geben. Eine Gewichtung inwiefern? Es ist unsere Aufgabe, aus dem Lied der Welt das herauszusuchen, was wichtig ist. Das ist oft gar nicht so einfach. Und was macht ihr dann damit? Wir teilen es unseren Brüdern und Schwestern mit und dann entscheiden wir gemeinsam, was zu tun ist. Und das hat euch dann auf diese Reise geführt, dass ihr diesem Nein. Lied nachgeht, oder war das anders? Die Einsicht mit dem Hilferuf war für mich augenöffnend. Ich nehme das Lied jetzt anders wahr als noch vor ein paar Augenschlägen, als ich auf dem Wasser fuhr. Ihr habt mir sehr geholfen. Danke. Gern geschehen. Wie habt ihr es vorher wahrgenommen? Unklar. Es ist ein Geheimnis gewesen für mich. Jetzt wird es viel klarer. Also ignoriert ihr jetzt den Hilferuf? Nein, das kann ich nicht. Er wird ja auch schon anscheinend, schaut in die Runde, wahrgenommen. Und jemand nimmt sich seiner an. Oder? Und jetzt blickt er eindeutig Shayariel an. Schaut so ein bisschen verlegen zurück. Aber erzählt euren Leuten in der Geschichte auch von uns tapferen Reckern. Dieses Gewicht muss auf jeden Fall da sein.
So kenne ich das aus meiner Heimat, dass immer von tapferen Reckern und Reckerinnen erzählt wird. Bei uns erzählt man immer Geschichten in Liedern von großen Reckern und Reckerinnen, die die Geschichte beeinflussen und Ranga zurückdrängen. Und was bringt es dir, wenn ich in den anderen von einem Recker erzähle? Es bringt Ehre. Was ist das? Das ist, dass dein Name groß ist und dass dein Name nicht vergessen wird. Und dass diese Geschichte auch deine Geschichte ist. Aber dein Lied hat die Welt doch sowieso geformt. Das heißt, die Welt vergisst dich nicht, egal ob sie deinen Namen kennt oder nicht. Aber meine Leute wissen ja gar nichts davon, wenn davon nichts erzählt wird. Wir hören die Welt ja anders. Jetzt schaut er dich wieder wie so ein Kleinkind an. Ich verstehe. So ist das bei uns. Schmiere kann Das wie eine Art. muss eine unglaublich anstrengende Art sein, die Realität wahr und zu nehmen und sie zu gestalten. Man lebt ständig in der Vergangenheit und hat doch die Zukunft im Blick und hält sich gefangen in dem, was sein wird und was sein kann. Naja, aber wenn ich die Vergangenheit, also wie soll ich denn dann wissen, was wichtig ist, wenn ich die Geschichten der Vergangenheit nicht kenne und die Offenbarungen der Götter oder Gottes? In Zwafniers. meinen langen Jahren habe ich schon einige Menschen getroffen, ja, und sie erzählen mir eigentlich auch immer dasselbe. Es ist traurig, dass ihr diese Hilfe braucht. Bemitleide euch. Wir brauchen kein Mitleid, danke. Glaube schon. Na, dann glaub das mal. Jetzt. Stellt euch vor, ihr könntet die Welt so wahrnehmen wie wir. Dann bräuchtet ihr keine Reckern. Aber es braucht doch Recker, um dem Hilferuf nachzugehen. Dafür sind wir doch hier. Ja, ich Gucke meine, verschworen in die Runde. er schließt so die Augen und nickt sie zu, gönnerhaft. Ich meine die Geschichten der Recker. Das mag wohl stimmen, aber wir sind nun mal nicht wie ihr Elfen. Daher Ja, ich werden vergesse das Geschichten bei manchmal. uns wirklich mit Worten gesprochen und mit den Ohren gehört, statt mit der. Ja, mit der Seele oder wie ihr es tut, mit eurem Geist und alles ist verbunden. Das können wir, die Wahrnehmung haben wir leider nicht. Ich glaube, Daher müssen wir. jedes Lied von uns hat eine Bestimmung. Ein Das Crescendo, wohl. auf das es hinzustrebt. Ja, jedes Leben endet irgendwann, das ist korrekt. Umso faszinierender ist, dass dieses Lied, was ich höre und wahrnehme, anscheinend etwas erzählt, was nicht da sein sollte, sondern dort. Höchst verwirrend. Wie definiert ihr dieses da und dort? Also nicht hier, nicht da, sondern dort. Was ist dieses dort für ein Ort? Wie würdet ihr das für uns umschreiben, die wir das nicht, das Lied nur eingeschränkt hören über eure schöne Windharfe? Das Sein und das Nichtsein, das Nurti und das Zerzal. Nun gut. Das heißt, wollt ihr uns jetzt anschließen, um zu schauen, ob man ihm helfen kann, oder wollt Ich ihr wieder möchte eures meiner Weges ziehen? Aufgabe als Legendensänger nachkommen
Und er nickt so Shayaril zu. Und dir und deiner Gemeinschaft den Rat der Lieder bringen und eine einen Weisungsratschlag geben, was ihr tun sollt. Und was sollen wir tun, eurer Meinung nach? Findet das Lied. Und da fällt mir, dann ja. Findet ihr auch denjenigen, der den Ruf ausgesandt hat. So klug sind tatsächlich wir Menschen, dass wir selber auf diese Idee gekommen sind. Deswegen sind wir unterwegs. Das ist gut. Nicht wahr? Dann, wenn ihr so entschlossen seid, helfe ich euch. Lumin, trinkst du gerade was? Ich habe mir nur einmal von dir kurz was geklaut und habe dann einen Schluck draus genommen und habe es dir zurückgegeben. Dann machst du ganz schön einen Satz, als ich dir anerkennend auf die Schulter klopfe und das etwas doller nach diesem Satz. Ich bin ziemlich amüsiert. Ja, er zuckt tatsächlich etwas zusammen, weil er das jetzt halt nicht kommen sehen. Fasst sich dann aber sehr schnell wieder. Nun gut, dann sucht euch eine Stelle, wo ihr nächtigen wollt und Oh, ich werde euch nicht begleiten können. Wie gesagt, ach doch nicht. Mein Platz ist nicht dort, wo das Lied ist. Aber ich war schon einmal dort, von wo es stammt. Und als es noch nicht erklungen ist, dementsprechend. Ich kann hören, woher es stammt. Es kommt aus der alten Wacht. Aus der alten Wacht? Ja. Von dort stammt die Melodie. Lumin, Snorri, habt ihr etwas gesehen, was dieser alten Wacht entsprechen könnte? Ich meine, ein großer Baum. Es ist ein Felsplateau mit 5 uralten Eiben darauf, die ihre Dächer zu einer Krone über einem moosbewachsenen Steinkreis vereinen. 5 Bäume, die eins werden. Und es könnte sein, dass es aussieht wie ein großer Baum. Das sollte sich ja finden lassen. Dann wird es das sein. Und wir sind auf dem richtigen Weg? Ja. Ihr müsst gut zu wissen. Durch den Silberbuchenwald in die Salamandersteine steigen. Über den Aumond erreicht ihr ihn. Über den was? Aumond. Das ist was? Ich gucke zu Frank in die Runde, ob irgendjemand ein weiß, Ort. Was das ist. Okay. Aber ich warne euch auch. Ich bin bestimmt nicht der Einzige, der dieses Lied so genau hört. Eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass jemand anderes es noch gehört hat. Ach, das wissen wir. Und, jetzt schaut er dich so gespannt an, so erstaunt. So. Was könnt ihr uns über ihn sagen? Der Lügenbringer. Der die Lieder des Dasa spielt und die Menschen und Elfen in den Wahnsinn treibt. Wir haben also einen gemeinsamen Feind, das ist schön zu hören. Ja. Ich habe ihn schon einmal getroffen. Jedes seiner Lieder und jedes seiner Worte quillt wie ein Gift über die Blippen. Er ist verbittert und verblendet.
Und doch fest davon überzeugt, das Richtige zu tun. Was genau hat er vor? Was ist sein Ziel? Wenn ich seinem Lied folge, was mir unglaubliche Schmerzen zufügt, wenn ich es tue, dann gewinne ich den Eindruck, dass er dieses neue Lied sucht, um es zu vernichten. Nein, das ist das falsche Wort. Es zu essen. Das klingt gar nicht gut. Wenn er ebenfalls ein Vampir ist, braucht er Elfen, die er austrinken kann, wie wir festgestellt haben. Ein was? Ein Geschöpf des Dasa. Ja, das ist er auf jeden Fall. Nein. Ein Geschöpf des Dasa. Abgeschnitten vom Licht. Verloren. Er ist Arantalva, der den Himmel kreischen lässt. Ja. Ja. Wir hatten. Und sein Lied schwingt mit in diesen Ländern. Und macht es gefährlich, in ihnen zu reisen. Das erklärt vielleicht die Schatten in euren Träumen, meine Freunde. Ihr habt Schatten in den Träumen? Oh. Ich das ist gefährlich. Tashmero kurz an und gucke dann wieder Richtung Elf. Ja, und ein Besucher, der uns nachts Gesellschaft leistet in unseren Träumen. Ebenfalls ein Elf. Ein Besucher? Der scheint aber vor dem Schatten wegzugehen. Oder von dem Schatten, der kommt, wegzugehen. Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Seid ihr sicher? Wir haben mehrere Abende jetzt damit verbracht und haben diesen Elfen gesehen, wie er uns beobachtet. Wir können nicht mit ihm interagieren und sobald ein dunkler Schatten auftaucht, ist er weg. Selbst am Tag kann ich es manchmal wie Blicke im Nacken spüren. Das ist äußerst beunruhigend. Wir können es absolut nicht einschätzen. So ist sie. Ist wer? Siri. Darf ich fragen, wer sie ist? Sie ist eine Späherin. Vom der Sippe der Träumtänzer. Tränentänzer. Nicht Traumtänzer, Tränentänzer. Und was will sie von uns? Es ist für gewöhnlich ihre Aufgabe, Eindringlinge in den Wald zu beobachten und sie einzuschätzen, ob sie bedrohlich sind oder nicht. Ihre Motive herauszubekommen, ihre Art, ihr Sein. Man könnte sagen, sie lernt, wie euer Lied funktioniert. Das heißt, wenn wir zeigen, was wir wollen, wird sie das vielleicht leichter verstehen. Sie ist sehr gut darin, das schon herauszufinden. Ja, aber bei dem, was einer unserer was Alricio erzählt hat, haben sie ein wenig Katz und Maus gespielt, aber das kann man ja dann auch. Naja. Anderwertig vielleicht dann machen. Vielleicht kriege ich es auch hin, mit ihr irgendwie in Kontakt zu treten. Wieso sie denn in Kontakt treten möchte mit uns und nicht einfach. Ich finde es halt unhöflich, einfach in die Träume von jemandem zu gehen, ohne um Erlaubnis zu fragen. Ich finde, es ist natürlich für euch wahrscheinlich, aber es ist wie als. Ja, ihr müsst wissen. Würde ich einfach anfangen, wenn ihr singt, unaufgefordert mit der Flöte dazu zu
gehen und meine Töne passen nicht. Es ist. Wieso passen deine Töne nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht passen sie anfangs nicht. Aber es ist einfach, Aber ohne das zu ist doch jedes fragen. Mal so, wenn man zusammenspielt. Man muss ja auch erstmal lernen, wie man zusammenspielt. Ja, aber trotzdem sollte man trotzdem. Es ist wie. Ich verstehe, was ihr meint, aber ich glaube nicht, dass Ein. sie das versteht. Für sie ist es natürlich, ja. Für uns ist es halt eben ein Eingriff in unser. In meine, der Angriff auf meine Seele, auf mein Lied halt, dieses. Nein, sie tut eurer Seele nichts. Oder auf meine. Sie schaut euch an. Moment, guckt ein wenig in den Wald. Ich meine, ist sie da. Ist. Naja. Ich weiß, es ist für einige eurer Art bestimmt ungewöhnlich, weil ihr mit Träumen anders umgeht als wir. Wir, ein Teil unserer Existenz, nimmt den Traum als die Verbindung zu unserer wahren Existenz wahr. Der Traum ist alles, aus dem wir stammen. Man sagt, wir haben uns in die Welt hineingeträumt. Ein Elf, der euren Traum besucht, ist jemand, der wirklich Interesse an euch hat. Es ist ein gönnerhaftes Zeichen. Das heißt, Zumindest, das wenn ist er was nicht in Gutes. den Traum eingreift. Tut sie nicht. Das tut sie ja nicht, aber das ist trotzdem. Naja. Ich denke, ich kann jetzt ruhiger schlafen, wenn ich Es weiß, ist warum sie das tut. für diese, also für sie ist es wie ein Hallo, einen guten Morgen, guten Oder eine Abend, gute Nacht. gute Nacht, ein wie geht es dir? Ein herzlich willkommen. Wer bist du? Und sie versteht auch nicht, dass ihr das nicht so wahrnehmt. Oder Wenn du jetzt so vielleicht hat sie wirst. inzwischen eine Ahnung davon. Wie lange besucht sie euch schon? Einige Tage. Es ist vielleicht eine 6 bis 6 oder 7 Sonnenläufe. Das Seit ist wann bin ich lange. bei euch? Es kommt hin, ne? Seit Quillquell. Ich hätte sie im Traum vielleicht nicht mit Steinen bewerfen sollen. Was habt ihr getan? Wie hat sie darauf reagiert? Sie ist einfach weggegangen. Vielleicht sollten wir uns, solltet ihr euch dann, solltest du dich dann entschuldigen, Lumin. Ich habe am Anfang versucht, mit ihr zu kommunizieren, das wollte sie auch nicht. Es kann sein, dass sie eure Sprache nicht versteht und versucht, sie zu lernen. Glaubt Vielleicht ihr, singst du einfach Weidner Trinklieder, wenn sie das nächste Mal in deinem Traum kommen. Ich glaube, aber da gab's ja einige zum Be hast du einige zum Besten zu geben, Lumin. ich glaube, dann kommt sie freiwillig nicht wieder. Er reckt nochmal die Harfe nach oben und dreht sie so in den Wind. Und dann hört Glaubt ihr ihr, sie ist. könnt ihr eine andere Melodie hören. Das ist ihr Lied. Ist sie in der Nähe? Lumen würde kurz Luft holen und auf Elfisch in den Wald brüllen. Siri, wenn du uns kennenlernen willst, komm an unser Feuer, wir haben noch Beeren. Ja, ich glaube, sie ist doch recht schüchtern, sonst hätte sie schon längst uns aufgesucht. Können Sie aber keine Ausrede mehr finden, dass sie unsere Sprache nicht kann. Das stimmt allerdings. Deptatassia ruckelt so an Snorris Ärmel. Kann ich was von dem Bremer Feuer haben? So. Er gibt der guten Adepta doch was. Ja, ich gebe ihr einen Schluck. Aber nicht zu Oder ich gebe viel. ihr das Ding. Ich habe gehört, betrunkene Magier Man können Schaden nimmt anrichten. einen deutlichen Zug. Schluckt das herunter, sieht dann, also jetzt irgendwie, der Kopf ist puterrot angelaufen, während der Elf erzählt hat. Und dann weicht sie jedem anderen Blick aus.
Lumin guckt tatsächlich weiter in den Wald und erwartet Sie. quasi darauf, dass da jemand rauskommt. Sie. Sie schätzt uns also ein, indem sie uns besucht. Im Traum? Saladon nickt. Es ist also kein richtiger Traum? Doch, der Traum ist echt. Aber die Besucherin ist real. Ja. Also. Snorri erinnert sich an seinen Traum und nimmt auch einen Schluck Bremer Feuer und guckt so ein bisschen etwas betreten zu Boden. Die will anscheinend nicht zu uns kommen. Vielleicht kriege ich sie dazu, mit mir ein paar Worte zu wechseln. Wenn sie euch im Gespannt. Traum besucht, dann hat sie sowieso schon das Gefühl, dass sie bei euch ist. Ja. Lasst Aber dir sie hält Zeit. sich. Ich denke, wenn sie euch hier treffen will, dann wird sie schon kommen. Richtet ihr schöne Grüße von Saladon aus. Natürlich machen wir das. Als ob ihr das Vielleicht nicht mache ich selber das heute könntet. Nacht selbst und erzähle ihr, dass ihr nicht versteht, was sie tut. Jetzt, da ihr es uns erklärt habt, verstehen wir es. Aber vorher war es so sehr befremdlich. Wie wir Menschen, die halt einfach mehr oder minder rücksichtslos durch den Wald gehen, ohne darauf zu achten, was wir zerstören. Ich meine, sie zerstört nichts, sie ist sehr vorsichtig, aber es ist auch. Ja, ich kann sie verstehen, dass wir ungefragt in den Wald gehen, aber vielleicht, wenn wir ihr von diesem Lied berichten oder ihr von diesem Lied berichtet, oder wir alle ihr von diesem Lied berichten, versteht sie uns. Ich habe ihr im Traum schon von dem Lied erzählt. Ihre Sippe hat dies auch wahrgenommen, aber handelt noch nicht. Ja, dann überlegt weiter. Wir ziehen weiter dorthin und schauen, ob wir helfen können. Gut. Jetzt blickt er so zu Zaschmeru. Ich habe irgendwie das Gefühl, dein Lied ist anders als die der anderen hier. Ein wenig vielleicht. Aber ich möchte dieses Thema ungern anschneiden. Ich bin noch nicht bereit dazu. Mir Jetzt fehlt guckt etwas. Lumen. Ich möchte die Wahrheit über mein Lied noch nicht mit den anderen teilen. Und das hat sie jetzt tatsächlich auf Elfisch gesagt. Und das klang vielleicht für Lumens oder ein Ticken melodiöser, also melodiös, also melodiöser, als wenn er es spricht. Solange es nicht zweistimmig ist und Nein, nein, das nicht, das nicht. Nein, dass nein, das Lumen nicht. nicht der Sprachencrack ist, ist ihm auch klar. Ich glaube, wir Nein, reden also von zwei zweistimmig ja nicht. verschiedenen Dingen. Aber. Also bisher habe ich noch gedacht, das wäre ihre Geweihtenschaft, aber jetzt Nein, bin ich alles mir da gut. nicht mehr so Ich sicher. weiß es auch nicht genau, was er meint. Naja. Hier fehlt etwas. Fehlt etwas? Dieser da hat schöne Stiefel. Dieser da hat einen Ring. Dieser da hat ein Stück Holz. Du hast? Ich habe einen Dolch, aber ich Ja, glaube, aber das den ist. hast du ja schon lange. Ja, ich war nicht dabei, als die Begegnung. Ich war nicht im Gerasim dabei. Ich glaube, da, als sie ihre Geschenke bekommen haben. Da. Diesen Aspekt des Liedes meinte ich. Ah, okay. Na dann. Das heißt, die anderen haben ein volleres Lied als du. Kann natürlich gut sein. Als er sagt, volleres Lied, guckt er kurz auf das Bremer Feuer von Rosnori und schaut dann wieder. Nicht derart voll. Er schaut dann trotzdem etwas misstrauisch Tashmero an, aufgrund ihrer. Komm mal einen Schritt mit mir zum
Nimmt dann so Taschmiro so ein Stück zur Seite. Okay, ja, sie folgt ihm. Ich stecke den anderen aber zu. Deine Bezug zum Lied und zum Traum sind sind Verwirrend. interessant. Ich möchte dir helfen, das Lied besser zu verstehen und zu erforschen. Ich habe das Gerne. Gefühl, Träume sind für dich nichts Fremdes. Das sind sie nicht, nein. Also bist du den Liedern der Elfen näher als die anderen Rosenohren hier. Ja, aber auf der Ebene, dass ich den Menschen in ihren Träumen helfe, davon in meinen Träumen meine Göttin um Rat frage, wie ihr ein, wie ein, wie um einen Lichtstrahl. Das kann ich über die Träume um Rat fragen. Quasi in die Lieder hineinlauschen. Ich weiß nicht, um das mit euren Worten zu sagen. Aber auf eine Aber andere Art und Weise, ohne wirklich an nicht wie Melodie zu hören. Siri. Ach, nicht so direkt, nein. Ich bin mir unsicher, wem ich das Geschenk machen soll, was ich mache, weil ich denke, da du kein Geschenk bekommen hast, hast du es am meisten verdient. Das ehrt mich. Andererseits würde ich das Geschenk auch gerne der Schwester dort drüben machen, die deren Lied sehr missstimmig ist. Es ist eure Entscheidung. Aber ich habe Angst, dass sie euch verlässt. Und der Aufgabe nicht mehr teil wird. Sie ist sehr still. Ein Ereignis in Kühlquell hat sie sehr mitgenommen. Ich hoffe, sie hat meinen Auftrag und meinen Rat als Legendensänger verstanden und wird euch nicht verlassen, sondern mit euch zusammenreisen, auch wenn es schwer für sie ist, was ich auch verstehe. Ihr seid ziemlich anstrengend. Na, wir werden ja einfach Zeit lassen. Dann werden wir schauen, ob Vielleicht sie uns weiter begleiten teilt ihr möchte. euch mein Geschenk. Dann habt ihr etwas, was ihr gemeinsam tun könnt. Wie wäre das? Das klingt sehr gut. Und dann überreicht er dir seine Harfe. Oh, das kann ich doch kaum annehmen. Aber ich, ja. Vielen Dank. Ihr könnt Ich es werde bestimmt gebrauchen für eure Aufgabe. noch lernen, dieses Instrument nutzen zu müssen, aber ja. Lerne. Ja. Lass dir von Shayariel helfen beim Lernen. Vielleicht schweißt euch das zusammen. Und sie ist irgendwie so sprachlos und schaut irgendwie in die, an ihm, so schaut ihn an, aber irgendwie durch ihn durch. Ich habe euch, glaube ich, gezeigt, was dieses Instrument vermag. Das kann es, wenn es gemeistert ist. Habt ihr zufällig eine Tasche, damit ich es auch sicher transportieren kann? Ihr habt es aus eurer großen Tasche gezogen. Ich habe nur meinen Rucksack und der ist ziemlich voll. Sie wird Vielleicht sich müssen wir einen. anpassen. Okay. Oh, das ist gut. Ich weiß nicht, ob ihr einen Musiker schon mal gesehen habt oder ob ihr generell musiziert. Ich habe eine Flöte. Also ja, ich beherrsche ein Musikinstrument. Es ist anders als diese Harfe. Bestimmt. Aber so viel anders auch nicht. Ein Musiker geht eine bestimmte Bindung mit seinem Instrument ein, wenn es eine Weile gespielt wird, nicht wahr? So müsst ihr euch das gut vorstellen. Je mehr ihr über dieses Ding lernt, über meine Windharfe,
Saladons Lehntafe, desto mehr wird sie sich auch an euch anpassen. Und ich fühle mich geehrt und ich werde es selbstverständlich mit Shayariel teilen und ihr vielleicht zuschauen, wie sie es handhabt. Und versuchen es ihr. Ich denke, für den Anfang könnt ihr das machen. Der hebt sie nochmal so irgendwie mit deiner Hand zusammen, so nach oben. Mhm. Konzentriert euch. Mhm. Hört ihr die Augen. Hört ihr die Melodie? Momentan ganz leise. Konzentriert aber euch auf die eure Gefährten am Feuer. Mhm. Lauscht ihrem Lied. Wessen Lied wollt ihr hören? Das ist etwas sehr Persönliches. Ich tue mich schwer damit. Überwindet eure Scheu. Welches Lied wollt ihr hören? Vielleicht ist Snorri sehr interessant. Ich habe sehr viele Geschichten über Thorvalle gehört. Und seine persönliche das ist der, Geschichte. Der das ist der ganz große mit der Axt, mit dem ganz großen, großen Axt. Dann dreht die Harfe in seine Richtung. Okay. Vorsichtig dreht Taschmiro. Nimmt sie vorsichtig mit beiden Händen und lauscht seinem Lied. Und wie versuchst du, seinem Lied zu lauschen? Wie sieht das bei Taschmiro aus? Ja, sie nimmt tatsächlich, vielleicht vom Elf noch geführt, der eine Hand noch auf ihrer Hand hat, nimmt diese Harfe in beide Hände, schließt die Augen, dreht sich in... schaut, wo Snorri sitzt und dreht sich dann mit dieser Harfe mit geschlossenen Augen in seine Richtung. Ach Gott. Entschuldigung. In seine Richtung. Du hast zuerst Snorris Stimme, wie er mit Lumin spricht. Ganz ja, laut, wie halt er das immer macht. Ja, ich versuche halt das zu spüren, wie die Harfe da drauf, ob die Harfe darauf reagiert, auf die Vibrationen in der Luft. Und zuerst ist es so, als würde die Harfe so seine Worte aufnehmen und die Saiten schwingen genau so auf der Tonmelodie, die er seine Stimme macht, irgendwie mit und machen so quasi so ein bisschen seine Worte nach. Naja, das ist so, was sie spüren möchte. Und dann geht es ja tiefer. Sie hat ihn auch schon mal beim Schlafatmen gehört, er kennt seinen Atemrhythmus und versucht sich den. Was macht Snorri eigentlich gerade? Snorri sitzt eigentlich gerade da und trinkt prima Feuer und versucht sozusagen dem Gespräch auch ein bisschen zu folgen, aber da das ja wahrscheinlich alles auf Istira gesagt wird. Also. Vielleicht, ja, so unbewusst ist sie. Also, er guckt auf jeden Fall den Gast in der Runde ziemlich skeptisch an. Und ja, die sind ja ein bisschen weiter weggegangen jetzt, ne? Also. Ach so, so ein bisschen versucht er irgendwie das Gehörte zu verarbeiten und ja, es ist abgefahren. Also so ein bisschen, er sitzt so stirnrunzelnd da und hört in sich hinein und fragt sich, was das für ein abgefahrener Gast ist. Also er ist wirklich, wirklich irritiert. Dadurch, dass er das Lied kannte und so weiter. Und also das ist ihm alles sehr, verwirrt ihn alles sehr. Also er hat ja schon viel erlebt, aber sowas noch nicht, das ist ihm irgendwie neu. Und etwas Unheimliches ist ihm auch alles. Taschmiro hört dann die melodiöse Stimme des von Saladorn und meint, hast du ihn? Es ist ein bisschen dissonant, glaube ich. Also ein bisschen. Du kannst doch die Harfe selbst entscheiden lassen, wessen Lied sie singt. Vielleicht nicht, ist das für den Anfang einfacher. Vielleicht ja, aber weil Snorri scheint es gerade nicht zu mögen. Er wirkt sehr in Gedanken. Ich weiß es nicht, aber. Oder du willst wenn es noch nicht. Stelle gucke. Konzentrier dich.
Und wenn du meinst, du hast ihn erfasst, öffne die Augen und die Ohren. Tashmiro bleibt jetzt wirklich bei Snorri und versucht halt diese, dass sie als Dissonanz wahrgenommen hat, versucht halt einzuordnen. Ihr seid inzwischen auch schon einige Schritte vom Lager weggegangen. Und du hörst aber Snorris Stimme irgendwann noch irgendwie jetzt relativ deutlich vor dir und hast das Gefühl, du würdest mit am Feuer sitzen. Dieses Murmeln. Was murmelt Snorri gerade in seinem Bremer Feuer? Also, ich weiß ja auch nicht. Ich weiß ja auch nicht, was das alles ist. Ah, Mann. Plötzlich rede Lumi dann auch noch elfisch. Also, ich weiß ja. Verwirrend. Also er murmelt das so in seinen Bart, während er trinkt, und du hörst es so, als würde er gerade vor dir stehen und mit dir reden. Das ist, glaube ich, anders wie ihr mit dieses. Jetzt öffne die Augen und die Ohren. Wir sind. Ich sehe ihn fast nicht mehr, sehe nur den Schein des. Ja, du kannst ihn gar nicht mehr sehen, weil er hinter den Bäumen inzwischen verschwunden ist. Du siehst noch den Schein des Feuers, aber was du jetzt mitkriegst, ist diese Schärfe auf der Zunge und der Geschmack des Bremer Feuers im Mund. Und dieses wohlige Design, wenn dieser Schnaps die Speiseröhre hinabrennt und sich so leicht brennend ein warmes Gefühl in deinem Körper verursacht. Und dann machst du mit deinem Mund selber dieses, was Snorri gerade auch macht. Und du hörst es aus deinem Mund fast schon mit Snorris Stimme. Ja, Tashmiro, ich erschrecke sein. Wow. Oh, sie lässt wirklich die eine Hand mit der Harfe eine Hand von Harfe und senkt sie auch so ein. Was? Und dann merkst du auch diese totale Verwirrtheit, nicht nur deine eigene, die du gerade führst, weil du gerade dieses Bremer Feuer geschmeckt hast, sondern du merkst dieses Elfisch, und ich verstehe es immer noch nicht. Du weißt gerade nicht, ist das dieses, ich verstehe die Harfe nicht von dir, oder ist es wird so verstärkt von diesem Unwissen von Snorri, das dich total überkommt gerade. Ich schwanke tatsächlich so ein bisschen und würde irgendwie dem Elfen die Harfe dann gerade mal wieder zurückdrücken und mich einfach auf den Boden setzen. Und dann dieses Gefühl von, jetzt denkt der Lumin, der kann das und ich kann das nicht. Warum? So ein bisschen Wut kommt da ein bisschen hoch. Ich glaube, das ist seltsam. Es hat funktioniert. Fürs erste Mal hervorragend gut. Müsstest erschreckend. Üben. Ja, ein bisschen mehr sozialisiert, weil ich habe jetzt wirklich gedacht, ich höre eine Melodie, aber ich habe seine Stimme gehört und auch den Schluck Bremer Feuer gehört, geschmeckt, den er getrunken hat. Alles hat ein Lied. Und alles tönt. Er schwingt interessant heute. Das ist für manche möglich, es wahrzunehmen. Behandelt sie pfleglich. Selbstverständlich, das ist. Dann gehabt euch wohl. Auf Wiedersehen, vielleicht. Oder wiederhören. Ich halte nach eurem Lied Ausschau. Ich auch nach eurem, wenn ich diese wunderschöne Harfe besser verstehe. Sie nimmt dir die Harfe wieder entgegen. Und sie euch. Ah ja. Tashmiro verneigt sich nochmal. Ich danke euch dafür. Vielleicht kann ich eines Tages auch wirklich nur die Melodien hören.
Aber ich bin Das keine. bezweifle ich, aber ihr Ja. könnt es versuchen. Ich kann es versuchen. Vielleicht eine Mischung. Und kommt ihr mit, noch euch von den anderen verabschieden? Ich glaube, das ist so Sitte, oder? Ich Also glaube, wenn ich sie jetzt werden. gehe, werden sie nicht wissen, warum ich gehe und so. Ich muss es ihnen sagen. Ja, das wäre wahrscheinlich besser. Gut, Und ich dann lass glaube, uns und das auch. machen. Ich Oh, ich fühle kann mich sonst dann. schlecht. Das kann ich auf keinen Fall. Das wollen wir ja nicht riskieren, dass ihr euch schlecht fühlt. Ist eine andere Sache. Die ihr vielleicht bei Kaschmir. Shayariel auch mal realisieren solltet. Wir Elfen, wir wissen, wann es uns schlecht geht. Und wir sagen das nicht. Ja, das ist, kann ich verstehen. Es ist, wir Menschen haben das auch manchmal, so ein Kloß im Hals oder ein Grummeln im Magen, ein Unwohlsein. Und bei euch geht das ja dann tiefer. Vielleicht. Oder ihr fühlt es einfach Vielleicht anders. erwartet sie auch etwas von euch und ihr wisst es aber nicht. Ja. Vielleicht gebe ich auch einfach mal die Harfe und dann kann sie ein wenig Zeit für sich mit der Harfe verbringen. Ich schätze, sie wird schneller ein Gefühl für dieses Instrument bekommen. Gemeinsam könnt ihr bestimmt viel mit meiner Harfe anstellen. Nochmal vielen Dank für dieses unbezahlbare, dieses wertvolle Geschenk. Nun, ihr braucht es, also sollt ihr es haben. Ihr braucht es mehr als ich. Das stimmt wohl, weil ihr könnt die Melodien auch so hören, im Gegensatz zu uns. Warum sollte ich es also nicht abgeben? Verstehe euren merkwürdigen Umgang mit Werten nicht so richtig. Naja, etwas zu geben, was andere nicht haben, was andere brauchen, darüber bin ich dahin gekommen. Quasi, es war der erste Schritt auf dem Weg, auf dem ich nun unterwegs Seht bin. es ein bisschen mit unseren Augen. Alles in der Welt gehört uns allen. Wir leben schließlich in dieser Welt. Ja. Was hat es für einen Sinn, es einzuteilen und einzugrenzen? Ja. Aber Ja. vielleicht ist das auch nur für je Menschen nicht möglich, weil sie die Welt anders wahrnehmen. Das ist, denke Ich ich, wirklich der verabschiede Grund mich dafür. nun von euch. Ich bin dankbar für eure Einladung an das Feuer. Ich habe mein Geschenk an euch dagelassen und ich habe euch den Auftrag gegeben, den ich gehört habe, von dem Lied erzählt. Shayariel, führe diese Kinder mit Weisheit zum Ziel. Das letzte hat sie auf Elfisch gesagt. Habe ich trotzdem verstanden. Hast du ja? Okay, dann danke für eure Worte und euer Geschenk. Hat Tashmeru die Harfe irgendwie Die sichtbar hat sie weitet? noch so in beiden Händen, trägt die wirklich so vor, hält sie so fest, und es wirkt irgendwie so ein bisschen wie weggetreten, so ein bisschen abwesend, so nimmt euch wahr, aber ist irgendwie so Blick von der Harfe zu euch und irgendwie so setzt ihr doch ins Feuer, nimmt die Harfe auf den Schoß und ist einfach ein bisschen, ja. Vielleicht kreuzen sich unsere Wege noch einmal. Bis bald. Bis bald. Gute Reise auf einem beeindruckenden Schiff.
dreht sich nochmal zu dir um. Nicke. Sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Also ich nicke anerkennend. Er schließt nochmal kurz die Augen, öffnet sie dann, dann, du hast so leicht das Gefühl, Snorri, dass sie eine andere Farbe haben, die Augen jetzt, schaut dich dann ganz tief an und meint, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es könnte der Zeitpunkt kommen, an dem du mein Schiff nicht mehr als etwas so Besonderes wahrnimmst. Das wünsche ich dir. Dreht sich um und geht. Lumen verfolgt den Fremden noch so lange, wie er ihn sehen kann. Dreht sich dann zu Tashmero, setzt sich neben ihr, legt seine Hand kurz auf eine ihrer Hände, die an der Harfe sind. Sie zuckt und schaut dich an so. Alles okay bei dir? Mhm. Ja. Ja, die Harfe ist einfach nur ein interessantes, wunderbares Geschenk. Mhm. Castellani schaut zu dir rüber. Es ist magisch. Ja. Selbst dein Sensibar ein Partikus drauf. Ja, gut. Semi-permanent. Und? Ziemlich mächtig. Jetzt haltet den Rand. Ihr nehmt den ganzen Zauber. Soweit ich ihn verstanden habe, ist der Zauber noch auf der Harfe. Er hat nur geguckt, was es kann. Das interessiert mich aber nicht. Ihr meint mit euren Analysen. Schaut so zu Lumin. Magie. Lumin zieht nur eine Augenbraue nach oben. Snorri, hast du noch prima Feuer? Natürlich habe ich Snorri noch prima Feuer. Snorri muss eine Runde schmeißen jetzt für alle. Was wäre ich für ein Torwaler, wenn ich für die Zeit nach dem Besuch dieses seltsamen Gesellen kein prima Feuer hätte? So. Gib den einen Schluck Schlauch rum. Während der Runde wird der irgendwann alle und voller Freude und also mit diebischer Freude und Grinsen präsentiert er einen zweiten Schlauch mit noch mehr Bremerfeuer und lässt ihn in die andere Richtung rumgehen. Ich sehe es schon kommen. Wir werden hinterher monatelang mitten in der Wildnis sein und jedes Mal präsentiert Snorri mit voller Freude einen neuen Schlauch. Was hast du noch? Sein Gepäck so schwer ist. Was hast du noch in deinem Rucksack außer Bremerfeuer? Noch in meinem, was soll ich denn noch damit drin haben? Ja, das ist total verrückt. Du bräuchst dich andere Dinge. Für Wundversorgung das Beste. zur Beruhigung das Beste. Nein, nicht ganz. Traumkräuter sind auch so zu empfinden. Und Tashmere nimmt sich einen großen Schluck. Tatsächlich habe ich vor allem dieses noch im Rucksack. Und Snorri holt ein sehr, sehr sorgfältig eingepacktes, kleines, sehr scharfes Messer raus. Und schnappt sich einen etwas dickeren Ast, also der so rumliegt irgendwo, und fängt sehr hingebungsvoll an zu schnitzen. Also sehr konzentriert und sehr, sehr fein. Und im Laufe des Abends wird klar, dass er versucht, dieses Boot, und das relativ gut hinkriegt, dieses Nussschalen-Boot-Dingsi da aus diesem Ast zu ritzen, dass es so aus dem Ast rauskommt und mit den Wellen des Flusses noch eine Art Miniatur ergibt. Das schnitzt er jetzt so in der nächsten Stunde am Feuer, während sich die anderen oder während ihr euch noch so austauscht. Sind eigentlich Schnitzereien auf der Harfe? Ja. Was kann man darauf erkennen? Einfach nur Verzierungen. Muster, ja? Linien. Muster in Linien, ja. Ich dachte, hat die auch die ganze Zeit auf ihrem Schoß liegen und schaut die mal wieder an, dreht die
Wirft Es immer mal scheint wieder leicht finster. silbrig zu funkeln, aber ne, wenn es in der Hand hält, ist es halt definitiv kein, ist wahrscheinlich irgendein Holz. Was bedeutet Jarfe für dich? Scheint sehr, sehr fasziniert von dem Instrument zu sein. Naja, es ist eher das, was sie kann, als naja, es ist ein Geschenk von einem fremden Elfen, der uns etwas geschenkt hat, was mir und ich denke mal dann auch sehr leicht, dass Shayarel das eher leichter kann, eine Möglichkeit gibt, Gedanken und Gefühle und Empfindungen von anderen Lebewesen mitzubekommen. Der Blick ist wirklich so ein wenig Du kannst damit Gedanken lesen? seltsam. Nein. Eher hören, was gesprochen wird und fühlen, was gefühlt wird. Es klingt seltsam, also. Also, du kannst damit spionieren. Ja. Okay. Wenn es nicht dabei Töne machen würde, wäre es ein tolles Spionageding. Ja, es gibt es ja wieder. Ich weiß nicht, ob ihr das. Nein, ihr verstanden. Er hat die Töne nicht hören können, aber ich habe es gehört und es hat dann sich auf meinen Körper übertragen. Ich hab's Die gehört, Töne. ich hab euch im Auge behalten. Ja, aber die Töne wirst du nicht gehört haben, weil wir mit dem Wind standen. Von euch, der von euch weg, der von euch kam. Ja, es ist ein sehr interessantes Instrument. Weitaus komplexer als meine Flöte. Es ist verzaubert. Pass nur drauf auf. Ja. Muss noch schauen, wie ich Dann. es am besten transportiere. Ich weiß nicht, ob es seine Größe ändert. Das war irgendwie sehr faszinierend, sehr Warum? Ach, seltsam. Zauberei. Okay. Bye Guck doch mal zu Castellani. Magie. bye. Muss man nicht verstehen. Das. Ja, ich habe schon früh gelernt, Soll ich dass den ich wir manche drei Dinge nicht Spezialisten? verstehen muss, sondern nur akzeptieren muss. Wir haben dafür drei Spezialisten dabei. Von denen wolltest du ja nichts hören. Ja. Nun ja. Du machst das schon. Zauber Leg sollten manchmal dann einfach nur wirken, statt erklärt zu werden. Seine Hand noch mal ein bisschen beschwichtigend auf deine Schulter. Du machst das schon. Wir haben ja Zeit und guckt noch mal Richtung Salamandersteine und schätzt, dass wir wahrscheinlich noch mindestens ein, zwei Wochen unterwegs sein werden oder so. Und wir sollten Snorri weiter mit dem Elfisch helfen, unterstützen. Nicht wahr? Alter Mann? Sagt sie so neckisch. So ist es, junge Dame. Aha. Dame, ja. Ich Ich habe bin damals doch keine geflucht, als ich es Dame. gelernt habe. Das kann ich mir gut vorstellen. Das werde ich auch tun. Mittlerweile sitzt Snorri da und an der einen Seite war noch was Klobiges dran geblieben. Da fängt er jetzt an, so quasi die Heldengruppe in 3D zu stilisieren. So die Was? staunend am Rand steht und das Boot anguckt. Und das Ganze auf so, sagen wir mal, so eine Handbreit oder so. Also so breit ist dieser Ast. Und es entsteht quasi ein kleines Diorama des ersten Kontaktes mit diesem abgefahrenen Elfen. Das ist sehr kunstfertig, Snorri. Das hätte ich nicht von euch, von dir erwartet. Das ist sehr, sehr schön. Danke, das ist mein Beruf. Ne, daneben, dass ich auch Dinge fabrizieren kann, die einfach funktionieren. Aber das ist meine große Freude. So. Das sieht man, mein Silberhaar. Ja. Hervorragende Arbeit. Holz ist Snorris Magie. Dankeschön. Ja. Castellani macht wieder diese Geste. Numen muss, es ist kurz davor auszuprusten, weil er gerade einen Schluck genommen hat, als er das gerade reißt sich dann aber wieder zusammen. Naja, wir sind schon eine bunte Truppe. Guckt Tashmiro von oben nach unten an. Bunt. Sie knufft ihn. Mann! Weißt, wie ich das meine? Natürlich. Und. Aha. Ey, du bist ja Sorry. fast der bunteste von uns mit deinen farbigen Hosen.
Das stimmt. Im prima Feuer geschwängerten Kopf dreht das Bond noch einige Runden. Man hört so Snorri beim Schnitzen immer mal wieder so alle 2, 3 Minuten. Ah, Bond. Also man merkt, er ist irgendwie merklich betrunkener und im Schnitzen so drin, dass er es gar nicht so richtig mitkriegt. Ach ja. Der Rest des Tages verläuft relativ ereignislos. Ihr macht euch weiter auf und am nächsten Tag, als es schon dämmerig wird und sich ein paar Wolken vor die Prajos-Scheibe geschoben haben und das Regen angedeutet ist dadurch und es auch schon leicht anfängt, durch das dichte Blätterdach des Waldes zu nieseln und zu tröpfeln. Und die sich beschwerende Stimme von Herrn Castellani erklingt, dass es jetzt noch scheiße auch noch regnet. Regen Hört ist man schön, Regen tatsächlich bringt das Grün. durch die Wipfel in der Ferne etwas fluchen. Okay, das hat wahrscheinlich jetzt nur nicht nur ich gehört, oder? Auf was für eine Sprache wurde denn geflucht? Auf Gareti. Großartig. Das Verflixt und zugenäht! Gebt das sofort wieder her, ihr Drecksviecher! Nein! Das ist meins! Ich lauf mal hin. Verschmero. Snorri, kommst du? Das klingt irgendwie nicht gerade nach einem Elfen. Hey Das kann je! sogar ich verstehen. Aha. Und Lumen zieht Jetzt während lass er dir läuft sogar sein die Schwert. Preisscheibe verschwinden, was soll die kann? Zieht euch! Weg mit euch! Nein, nein, weg mit euch! Nachdem er die weiteren Sätze gehört hat, ist er sich nicht mehr so sicher, ob er sein Schwert überhaupt braucht. Behält es aber vorsorglich mal in der Hand und läuft weiter Richtung diesem Fluchen. Snorri hat eine Wurfaxt in der Hand. In Anbetracht der Tatsache, dass es von oben kommt. Läuft Richtung Stimme und wenn Snorri nach oben guckt mit seiner Wurfaxt, sieht er tatsächlich, wie etwas zwischen den Baumwipfeln über eure Köpfe hinwegfliegt und halt von da, wo ihr hinlauft, gerade quasi in die andere Richtung euch entgegen und dann über eure Köpfe weg in euren Rücken irgendwo davon fliegt. Zuerst hast du gedacht, es ist ein Vogel, aber dann, das ist etwas groß für einen Vogel. Weil es ist bestimmt so groß wie eine Katze oder noch größer. Vielleicht wie ein kleinerer Hund. Und es ist schuppig und grün. Und ein Drache? Ist aber dann schon wieder aus dem Blickfeld verschwunden, weil so schnell über euch weggeflogen. Was war das? Habt ihr auch einen Drachen gesehen? Komm, Ey. fragt die Runde. Die anderen weiß ich nicht, ob sie nach oben geguckt haben, aber die haben dann Ich zumindest habe einen dieses Schatten Flattern gehört und so. wahrgenommen, aber Dann behält Lumen es auf klang jeden Fall nicht sein wie Schwert draußen. Jawohl, verzieht ein euch! Vogel. Hört ihr dann die Stimme? Was Vogel macht klang ihr da anders. oben? Er lauft dann so eine leichte Anhebung nach oben. Zwischen ein paar Bäumen tretet ihr auf eine leichte Lichtung. Da steht ein dicklicher, kleiner Mann. Mit vollem Bart und so einer Tonsur oben, so eine kreisrunde Tonsur auf dem Hinterkopf. Daneben so ein curliges, lockiges Haargeflecht, so wie in so einem Kreis, wie so ein alter Mönch, so eine Mönchstonsur richtig. In so einer grünbräunlichen, ziemlich verdreckten Robe mit großen Aufstickungen einer Gans drauf. Eindeutig die Ordenstracht, wenn auch ziemlich mitgenommen und ziemlich zerschlissen, eines Traviergeweihten. Und der reckt seinen Gehstab oder seinen Wanderstab in den Himmel und droht nach oben. Und sieht euch gerade gar nicht, weil er nach oben guckt. Travia zum Gruße. Scheint zu erschrecken. Oh. Aber jetzt zum Gruße, wo kommt ihr denn her? Lumen guckst du mal kurz um und steckt dann so langsam sein Schwert zurück, wenn nichts Gefährliches da ist. Aus dem Seid ihr Wald. mit dem Gezücht im Bunde? Etwas für ein Gezücht. Redet! Wer seid ihr? Was wollt ihr hier?
Richtet so seinen Stecken so verteidigend in eure Richtung. Er, Lumen, hebt beschwichtigend seine Hände. Keiner von uns würde einem Geweihten je ein Haar krümmen. Er sieht dann so Richtung Tashmero und Richtung Alricio. Lumen, mein Name. Das sind meine Gefährten, Snorri, Tashmero, Alricio, Shayariel. Er gibt da alle Namen durch. Weil man Tashmero eher nicht ansieht, was sie, dass sie irgendwie geweiht ist. Ne? Das ist von vorne einfach schwarz gewandet. Ist der Fex-Geweihte eher sichtbar? Sie schaut ihn auch an und schaut dann auch oben irgendwie in die Wipfel oder auf die, was da oben dann rumkreucht. Da ist nichts. Was hat euch angegriffen? Es waren diese Baumdrachen. Baumdrachen. Es war elendes Gezücht. Es hat mein Bier geklaut. Oh. Hätte das jemand Snorri angetan, dann... Brauchst du was anderes? Und meine Geldbörse. Und mein Travia-Amulett. Wieso sollte eigentlich ein quasi Wasser... alles, was funkelt. Bier funkelt doch nicht. Nein, aber der Verschlag von dem Fass, wo es drin war. Oh. Und euer Name ist? Mein Name wollt ihr wissen? Mein Name ist Weltmar Alfendal. Er stemmt so die Rände so in die Hüfte. Ist bekannt für sein Bier. Dann freuen wir uns, euch getroffen zu haben. Das berühmte Alfendaler Bier. Ihr habt das noch nie gehört. Tut mir leid, ich komme nicht von hier in Taschmir, deutsche so an sich hoch und runter. Ich hab tatsächlich noch nicht davon gehört. Bei der Herrin, wie kann das sein? In Aranien trinken wir weniger Bier, eher andere Getränke. Gesegnete Herrin Travia, warum hast du die Kunde meines so Travia andächtigen Gebräus nicht in die Welt getragen, wie ich es dir aufgetragen hatte? Schande! Oder vielleicht habe ich es ja auch ein bisschen falsch gemacht. Egal. Ja, okay. Diese Baumdrachen haben es jetzt. Das ist schade, aber und guckt von dieser Anhöhe nochmal einfach in einen dichten Wald. Ich befürchte, das ist weg. Wir können auch mein Bier nicht alleine lassen. Wir müssen es zurückholen. Und wohin ist dieser Baumdrache geflogen? In eure Richtung. Ich habe ihn gesehen. Also, er hat auf jeden Fall von seinem Bier noch nicht so viel getrunken, dass er Geschichten erfinden würde. Es oder waren Lieder. Mehrere. Ich hoffe, dass er das ganze Fass entleert. Dann hätten wir es auf jeden Fall einfach, weil er dann am Fuße des Baumes liegt wahrscheinlich und schläft, der Drache. Professor Silberhaar streicht sich so durch seinen langen Bart. Baumdrachen fliegen nie weit von ihrem Nest weg. Vielleicht hat er wirklich noch eine Chance, sein Bier wiederzubekommen. Ja. Wir können gerne einen Versuch starten für einen Geweihten der Travia. Das wäre hervorragend. Euch schicken die 12. Vielen, vielen Dank, wenn ihr mir helfen würdet, dieses elende, echsenhafte Gezücht die Manieren beizubringen und mein Bier wiederzuholen. Das sollte sich machen lassen. Das kriegen wir hin, aber eine Frage habe ich noch. Ja? Ihr seid ein Geweihter der Göttin von Heimat und Herdfeuer. Das ist richtig. Was in Rangas Namen macht ihr hier? Naja, ich bin auf dem Weg, mein Bier zu verkaufen. Im Elfenland. Nein, die Elfen haben nicht so viel Verwendung für Bier. Deswegen. Wo wollt ihr es denn verkaufen? Wo willst du es verkaufen? Weil ich euch vertraue, also allen aus, ja, irgendwie doch, also, er winkt so Alricio zu sich.
Die geheime Zutat beim Bier ist Elfenkraut. Elricho schaut dann. Er braucht von den Elfenkräuter. Psst, leise, das ist doch das Geheimrezept. Und er will sie. Ruhig, was sie, wissen, dann? Sie wissen immer noch nicht, in welcher Dosierung. Stimmt. Ja, und es gibt viele Kräuter, die die Elfen haben. Also. Aber was will er dann mit dem. Okay, er möchte das Bier, um sich selbst wahrscheinlich zu versorgen. Hier nimmt er es mit. Weil die Elfen trinken kein Bier. Ja, das ist doch perfekt. Riccio meint so, sehr fixgefällig. Was jetzt? Ihr habt mich da gerade verloren. Du hast mich da gerade so verloren. Was? Er hat einen wahnsinnig guten Geschäftssinn, meint Riccio. Ja. Er nimmt den Elfen etwas ab, was sie sowieso nicht gebrauchen können und macht daraus etwas, was er mir für teures Geld wahrscheinlich an die angrenzenden Dörfer verkaufen kann. Jetzt habt ihr mich. Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr fexgefällig. Hervorragend. Aber es ist auch sehr travia-gefällig, weil man ein gutes Bier an einem guten Feuer immer zu schätzen weiß. Da hat er recht. Lumen packt derweil seine Armbrust aus. Du willst doch nicht einfach die Drachen einfach erschießen? Ich denke nicht, dass er uns freiwillig erschießt an sein diese Nest Drecksviecher. Also wenn ihr wisst, wie man einen Baumdrachen weglocken kann, wie wir dessen in Ruhe an sein Nest können und dort die Sachen wieder rausholen können, dann bitte. Nein, solange ich keine Gegenvorschläge habe, spanne ich weiter meine Armbrust. Ja, mach. Nur greift in ihre Turbo, nimmt die Spange runter, steckt sie ein, so eine Rabenspange. Guck. Ich habe da so einen Baumdrachen im Haar. Die glänzen, silberglänzen. Ich glaube, einiges, was schön silber glänzt. mein Schwert kann er gerne haben, aber nur mit dem scharfen Ende in seine Richtung. Den Anhänger hat sie unter der Weste versteckt. Und das weiß ich. Na gut, dann lass uns ein paar Baumdrachen jagen. Ja, Lumen hat ein glänzendes Kettenhemd an. Ne? Adepter Tassia schaut so ein bisschen. Können wir uns das leisten, jetzt auf Baumdrachenjagd zu gehen? Wir müssen doch auf diesem Hilferuf folgen. Das ist vollkommen korrekt, aber wenn ein Geweihter ein Problem hat, dann sollten wir doch zumindest mal gucken, ob wir nicht vielleicht ein, zwei Stunden entbehren können, um auf Baumdrachenjagd zu gehen, oder? Das ist eh fast Abend, das heißt. Mr. Silber schaut so, zieht so eine Augenbraue hoch. Habt ihr schon mal einen Drachen gejagt? Nein. Wann soll ich das jetzt getan haben? Aber es ist ein Baumdrachen. Ich glaube, so groß sind die nicht, soweit ich weiß. Der Schatten wirkte nicht sehr groß. Man gießt das Silberhaar. Irgendwann ist auch für den Ältesten der alten Männer, ich klopfe ihm so brüderlich auf die Schulter, ein erstes Mal. Und heute geht es darum, das erste Mal Baumdrachen zu jagen. Freut euch auf eine neue Herausforderung und eine neue Aufgabe. Ja, das klingt nach einem Abenteuer. Shayariel, könnt ihr in irgendeiner Art und Weise eine Spur aufnehmen? Ansonsten müssten wir erstmal in die Richtung und wir gucken wahrscheinlich, also dass sie fliegen können, würde ich sagen, sie haben ihre Nester irgendwo oben. Na, im Baum wahrscheinlich. Vermutlich oben, ja. Kannst du nicht mal hochklettern und gucken? Riccio meint, vielleicht kann man sie mit funkelnden Dingen einfach anlocken. Das wäre viel einfacher, als ihnen jetzt irgendwie zu folgen. Aber wir müssen ja wissen, wo sein Nest ist, weil er wird ja wahrscheinlich nicht die ganze Zeit mit dem Bierfass in den Krallen durch die Gegend fliegen. Wir locken sie mit was Funkelndem an, lassen ihn das einhorn und folgen ihm dann. Okay, dann legen wir hier was Glänzendes hin und verstecken uns. Und zeigt in die Richtung von irgendwelchen Büschen oder so. Aricio zieht so ein Grinsen auf. Wie wär's mit den 3 Silbermünzen, die ihr noch habt? Guckt ihr mich an? Er hat's mit dir gesprochen, ja, Lumin. Oh. Frag mich nicht, wieso er genau weiß, wie viel Geld du drin hast, aber doch, eigentlich kannst du mich schon fragen. Er ist ein Fexgeweihter. Ah. Er weiß, wie viel ihr habt, aber wird sich nichts nehmen, wenn er es nicht braucht. Lumen scheint nicht sehr begeistert von der Idee zu sein, guckt aber in seinen Rucksack.
Und Castellani meint, wir sollten das schon ein bisschen planen, vor allen Dingen nicht die Baumdrachen inmitten im aufziehenden Nacht verfolgen. Vielleicht suchen wir erstmal eine Lagerstätte. macht Sinn. Ja. Dann machen wir es morgen früh. Wie kann man denn überhaupt fliegende Sachen verfolgen? Ich habe eine Idee. Ich habe ein guck zu so Snorri, Enterhaken dabei, den ich ein bisschen aufpolieren kann, dann glitzt der, glaube ich. Da können wir ein Seil dran binden und unten am Seil könnten wir was anderes machen, was sich leichter verfolgen lässt. Wir Vielleicht können die Elfen dranhängen. Die glitzert aber nicht. Snorri. Die fliegt aber leicht genug und kann auch sagen, hier lang. Herr Taschenmirre, knuff dich. Aua! Komm, Du so fest war erntest das einen nicht. ganz ernsten Blick von Shayariel. Und mit dem Blick verlassen wir die Szenerie dann auch für heute. Vielen Dank fürs Mitspielen. Vielen Dank fürs Leiten. Danke für das Herzlichen Dank. Leiten dieser kleinen Runde. Herrlich. Kuriose Begegnungen, die man so im Wald sieht. Und ganz schön was los dafür, dass man mitten in der Pampa durch die Gegend rennt. Ja, da Ja. ist der Bär los, da boxt der Papst und so. Ja. Ja. Ja, dann müssen wir. Gut, dass wir nächstes Mal dann wieder eine Wildniskundige haben, die uns fachkundige Informationen zum Jagen Ja. eines Baumdrachen geben kann. Ja, Ja. dachte ich mir jetzt auch. Also. Ja. Macht Sinn, macht Sinn, Auf macht jeden Sinn. Fall eine coole Begegnung. Ja. Ja. Und ich Hoffentlich. hasse Ja, diesen guck mal. Magier, der den ganzen Elfenzauber kaputt macht. Arg. Wieso, seit wann bist du denn so, na? So Na, es war geheimnisverletzend. so schön mystisch. Das ist halt ein Ja. Sensibar, Bartikus. Ja, genau das so. Bam! Ja. Junge, halt den ran. So sind sie, die verkopften Magier. Ja. Also. Ach, das hatte was. Immer dasselbe. Ja. Ach, cool. Ja, aber ich glaube, man Jetzt. hat jetzt auch ein bisschen so die elfische Kultur noch mal ein bisschen besser Ja. irgendwie so, ja. Ja, das ist. Ja. Ja, ich habe auch immer nur gedacht, so von wegen, okay, gut, ich weiß ungefähr, wo es hingeht, aber Numen braucht jetzt einen Schluck, deswegen habe ich mich dann doch bei Snorri irgendwann mal bedient. Ja, und nur prima Feuer Pseudo zu schmecken, ist halt auch doof. Aber jetzt hast du das erste Mal Prima Feuer zu würdigen gewusst. Das ist doch viel toll. Das schafft doch Ich habe schon mal Verbindung. prima Taschmiro hat schon mal prima Feuer getrunken. Ja, aber ich glaube, da sah ihr Gesichtsausdruck nicht so begeistert aus. Es war halt einfach Stark. ungewohnt, aber es war Ja. gut. Ah, okay. Sie hat Hervorragend. sich Wir ja auch schon mehrfach. züchten uns eine weitere kleine Torvalerin ran. Ja. Also es ist natürlich jetzt auch immer ein bisschen schwer für nicht-elfische Charaktere, mal mit diesem elfischen Gewischwasch und mit den Liedern und mit dieser elfischen Welt sich da irgendwie immer klar zu kommen. Aber das müsst ihr über euch ergehen lassen. Die ganze Kampagne ist voll davon. Das hast du aber sehr, das hast du sehr gut hinbekommen. Ja, ich fand das auch Das war cool. sehr schön. Ja, schön Ja, das aufgebaut und Groß. dann zack, kaputt gerissen. Ja! Die Mission war perfekt. Ja, Ich habe ja. es gefühlt. Mein Herz hat lauter geklopft. Ich war tatsächlich auch ganz famos. Also, das war sehr schön, so diese. Ist halt auch so ein bisschen irgendwie, wenn man magische Effekte irgendwie beschreibt, gerade wenn die sowas irgendwie mit sowas zu tun haben, ne? Ist halt auch immer, wenn man halt einen Magier auf der Bühne halt irgendwie sieht, so als Kind und so und denkt irgendwie so, boah, zwei Ringe zusammen und dann wieder auseinander, boah, Magie. Ne, und als ob dann einer und Magie. daneben steht halt einer, ja, da ist halt, ne? Erklärt dir den Trick und so. Ja. Naja, da ist so ein Ja. kleines Loch, das verdeckt er einfach mit den Fingern, weißt du, und dann macht er so, zack, und nur Fingerspielerei, das alles. Boah, halt die Fresse. Ja. 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 Nee, ich fand's also wirklich auch total super. Ich hoffe, ich Viel habe jetzt Spaß. Shayariel jetzt nicht auch irgendwie was reingeforst mit der Verbindung mit Tashmero so, aber mal gucken, was sie dazu sagt. Muss es ja auch nicht annehmen, kann ja auch ihre eigenen Sachen machen. Genau. Ja. Kriegen wir schon Aber hin.
Die kleine Taschmero muss ja uns ja auch noch irgendwann ihr Geheimnis sagen, was sie, was, worüber sie nicht sprechen wollen, wo sich gerade voll selbst in diese Rennnesseln gesetzt Ist hat. doch egal. Ist doch Ja, egal. Das hat halt gerade so schön gepasst, dieses Missverständnis. Ja, Das klar, war sicher, du hast halt ziemlich. was, ne? Du hast halt was in dir Ja. drin, was du nicht preisgeben willst und denkst dir, das geht grob in die Richtung, nein, 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 ne? Ja, ich Klar. meine, wo er was von Liedern sagt, ne? Ja. Kaschmiro hat ein Lied, klingt halt anders als ich das von normalen Menschen. Das war dieses. Anscheinend Woher bei soll ihm sie ja wissen, dass nicht. er Gegenstände meint? Also Ja. bis dahin hatte ja Lubin gesagt, ja klar, sie ist halt eine Geweihte, ne? Das wäre Ja, überhaupt gar ja. kein Thema für ihn gewesen. So. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt auch einen outtimenden Verdacht, so. Also natürlich hat Snorri irgendwie, glaube ich, keine Ahnung, aber Weil ihr wisst es ja im Grunde. Also ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Taschmiros Charakterbeschreibung mal durchgelesen hast. Ja, aber das muss der Chat ja noch nicht wissen. Vielleicht kriegt der dann ja noch was raus. Der Chat weiß es, wenn er das Charakterbeschreibung aufruft. Doch, Aber Koali hat das das macht ja reingehauen. keiner. Ach Macht ja so. keiner eben. Außer ich hin und wieder mal. Genau, ändere mal schnell die Charakterbeschreibung ab, bevor die jemand aufruft. Kann sagen, ich habe sie tatsächlich nicht gelesen. Also ich weiß es auch nicht. Das macht es ja umso cooler. Ich weiß es Also auch nur, weil wir mal drüber gesprochen hatten, aber. ja, ich hatte es halt auch. Ich persönlich hatte es nicht reingeschrieben. Koali hat es dann reingeschrieben. Ah. So, abgeändert. Juhu! Hervorragend. Keiner weiß Geheimnis am Spieltisch. es. Er ist gezeichnet, ausgezeichnet. Ach ja. Aber also mir hat's ganz, ich fand es ganz großartig, die Runde. Ja, es war kleine, feine Runde. Man hat hier da so ein bisschen was gehabt. Ja. Ja, 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 ja. ja, ja. Kann ich mich nur anschließen. Das war Ja, und dann nett. können wir beim nächsten Mal Baumdrachen jagen. Ja. Ja. Shayariel freut sich. Super. Eritio bestimmt auch. Ja. Was zur Hölle? Also Snorri hat wahrscheinlich überhaupt gar keine Probleme damit. Er sagt, klar, sicher, das ist das voll Bier. Natürlich jagen wir den Baum daran. Ist doch Klar. Ja. selbstverständlich. Ja. Immerhin wäre also dieses binden wir die Elfe dran, ist irgendwie auch ein Shoutout an meine Midgard-Runde, die inzwischen eine Cyberpunk-Runde ist, aber es sind diese Leute, mit denen ich irgendwie vor 25 Jahren angefangen habe, Rollenspiel zu spielen in größerem Maße. Da wäre das eine legitime und wahrscheinlich verfolgte Idee gewesen. Die sind auch mal über einen Fluss, in dem sie einen Oger aufgebrochen und aus ihm ein Boot gebaut haben. Sowas schwimmt. Wenn du halt den Brustkorb nimmst, keine Ahnung. Naja, zu deiner Rückfrage gerade, ich hatte es ja im Chat geschrieben. Ne? Ein Schluck, zwei Betrunkene? Nee, leider nicht. Man bekommt halt nur den Eindruck. Ne? Das wäre halt noch so, Ja. wie ich sonst. Ja. Aber wenn Naja, man halt für die wenn das Nasen. Gegenüber betrunken ist, bekommst du auch die betrunkenen Eindrücke, ne? Also. Ja, bekommt die Eindrücke, aber halt nicht die Wirkung. Ne? Genau, ja. Ja. Das ist so. Ja. Aber deswegen ist halt so, ne, Bremerfeuer zu schmecken, ist aber nicht wirklich zu kriegen, macht halt einem die Nase lang. Und der Rausch, einer der Aspekte von Maharo ist halt Bremerfeuer nicht ganz zu verachten. Ja. Es knallt ordentlich. Ja. Valinor hat gerade auf was Tolles hingewiesen, nämlich dass ich Alrikios Name die ganze Zeit richtig ausspreche. Oh, jetzt Ja, hast aber. du. Ja. Pölle ist halt nicht da. Ja. Ein Ja, das Schelm, ist ein Schelm, der jetzt Wandelgeld. denkt, dass Koali das absichtlich macht. Ja, es wurde in den Kommentaren ja schon geungt. Ah, sehr gut. Schönen Grüße an Ja. den Nippeltitsch. Ja. Herrlich. Das war Ja. ganz, ganz famos. Ja. Gut. Ja. Ich weiß nur zwar immer noch nicht, was mit der Adapter letztens los war, aber naja. Naja, sie hat sich heute auch schon wieder komisch verhalten. Ja, das müssen wir dann mal gemeinsam nochmal rausfinden. Ich würde sagen, da hat Snorri einen Verdacht. Ah ja. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr auf dem Schirm, dass sie sich letzte Mal seltsam verhandelt hat. Ich glaube, ich muss noch mal nachgucken. Ja, Das ist ja nachhören. das Gute, dass man das machen kann. Ja, Ja, exakt. das.
Ja. Indeed, sehr cool. Exakt so. Ach, schön. Ja, das ist jetzt auch, wenn die, also für die anderen ja cool. Genau, für die anderen beiden ist es Ja. natürlich super. Hey, Aber ich sag, könntet ihr eine kommentierte Folge machen? Das wäre cool. eine kommentierte Folge? Ja, so wie ich das mal gemacht habe. Kommentierte Folge. Die Folge dann gucken und darauf reagieren quasi. Drauf reagieren, Ah. kommentieren. Ein Das wäre Reaction-Stream. wirklich witzig. Ein live, dreistündiges Live-Reaction-Video. Ja, weil du ja überziehst noch ein bisschen. Hey, Stay hat jetzt auch gerade ein 2,5-stündiges Reaction-Video hochgeladen, wo er da auf diese Anhörung von diesen Alien-Typen da reagiert hat. Ah, folge ich jetzt nicht, aber. Das Naja. letzte Reaction-Video, was ich geguckt habe, war ein, oder in Auszügen geguckt habe, war ein 38-minütiges Video eines katholischen, ich glaube, Pastoralreferenten auf ein Video von Dr. Johannes Hartel, dem Leiter des Gebetshauses Augsburg, ein fürchterlich reaktionärer Katholik, der aber so sich ganz cool und hip gibt. Der was zu der Causa Rammstein gesagt hat. Also wenn ihr Also. wissen wollt, wo man das findet, dann wendet euch vertrauensvoll ins Live. Ja. Ah ja. Nerd Talk am Start, sorry. Wir sind doch alle Naja, schön. Nerds, Ich können suche wir jetzt rausnehmen. mal kurz was, wo ich euch gleich hinschicke und ihr könnt die Menge damit bespaßen, indem ihr noch mehr Werbung für Nerd Talk macht. Dann legt mal los. Ich habe nämlich nicht viel Werbung zu machen. Nämlich gar Ja, nicht. ich. Naja, ich kann auch nicht mehr Werbung machen, weil die Con im August nächstes Wochenende ist leider voll. Kein Meldeschluss. Ich glaube, wir nehmen auch keine mehr. Nein, das ist geplant. Ich werde euch informieren, wie nächstes Jahr die nächste Traumcon in Hagen startet oder in der Umgebung. Nördliches NRW. Mich freuen, einige von euch zu sehen. Ansonsten, ich habe ein bisschen Lab-Content auf meinem Instagram-Kanal gepostet. Aber wie das ist, wenn man im Rollenspiel drin ist, macht man keine Bilder. Das heißt, es gibt keine Bilder von der Con von mir. Aber sobald Bilder online sind, werde ich die euch weiterleiten. Hoffentlich bin ich auf einigen drauf, dass ihr ein paar Eindrücke davon kommt, was bei mir im Lab so passiert und abgeht. Joa. Die anderen beiden noch was? Hast du was, Slife? So, im Zweifelsfall Würfelfilosophen beim Koali hören, auf dem Kanal, oder gucken. Also, nein, hören ist es ja nur. Das ist ja nur hören. Und ansonsten, nee, auch nicht mal so richtig. Aber lohnt sich. Ich weiß gar nicht, wann die, ist die toxische Hierarchienfolge schon draußen? Ja, ne? Glaube schon, ja. Ja, da haben wir uns nämlich dieser Rammstein-Thematik auch unter anderem angenommen. Deswegen kam ich da gerade auch noch drauf. Und deswegen bin ich da auch noch so drin, weil ich immer mal wieder, wenn jemand was dazu sagt, ob jetzt aus meiner beruflichen Bubble oder aus der privaten, ja. Sonst habe ich nichts mehr. Ja, ich schicke euch jetzt auf jeden Fall gleich weiter oh Gott, Englisch, ne? Proficiency Bonus. Proficiency Bonus. Die spielen Tabletop-RPGs und Spaß spielen ja ein sehr geiles RPG, nämlich Alien. Das Alien-RPG und Das Triggerwarnung könnte ziemlich gruselig und böse werden. ja, Alien ist immer böse und gruselig. Alien ist immer böse und gruselig, gerade wenn man halt dann so das Pen and Paper macht. Ich habe es selbst schon gespielt, also Ja, kleine Triggerwarnung. ich will das auf jeden Fall auch mal nochmal spielen. Ich weiß nicht, auf welcher Sprache die das machen. So genau habe ich mir jetzt gerade nicht angeguckt. Ich glaube Englisch. Da kribbelt Aber es direkt bei mir im Brustkorb. ja. Schön, richtig schöne Grüße aus. Wir sehen uns hoffentlich wieder in 2 Wochen, wenn alles gut geht. Und bis dann, macht's gut. Tschüss. 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 Oh, schade. Schon vorbei alles, aber du kannst dir auch andere Sachen anschauen, zum Beispiel das da. Oder das da.
Mach das mal. Tschüss.